Herzlich willkommen bei Highfalls zu einer weiteren Lesung von Robert Corvus. Freue mich, dass ihr zahlreich erschienen seid. Und ich bin selbst ganz gespannt. Ich konnte heute lesen, dass ein Leser es nicht für möglich gehalten hat, dass man wohl einen größeren Zusammenhang so glaubwürdig aufschlüsseln kann. Über den zweiten Teil konnte ich noch nichts in Erfahrung bringen. Deswegen, ja, das war sowas von streng. Dann gibt es heute die ersten Einblicke. Deswegen viel Spaß euch für heute Abend. Herzlich willkommen. Genau. Ja, Freunde der Fantastik, der Science Fiction und insbesondere Fans der Perry-Roden-Serie und die es noch werden wollen, hier im Hive World, dem Laden für Game-Events und Live-Spiele hier in Köln. Mein Name ist Norbert Mertens und ich darf Sie hiermit also auch recht herzlich begrüßen, genauso wie eben Robert Corvus, der heute hier seine Lesung macht. Vielen Dank, dass wir hier diese gastliche Stätte nutzen dürfen. Er hat einen Doppelgastroman, wieder mal, muss ich sagen, veröffentlichen können in der Reihe, in der Hauptreihe. Was genau ist das nun, ein Doppelgastroman? Das hat sich in den vergangenen Jahren so eingebürgert, dass bekannte Autoren aus der Fantastikszene immer wieder mal eingeladen werden, in dem eigentlichen Rodan-Team zu schreiben, mal als Gast, mal als ständiger Gast. Es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten Charaktere in diesem Bereich. Und Robert war schon einmal, genau genommen exakt 60 Hefte, ist es nun her, mit einem Doppelband in der Hauptserie vertreten. Und das hat er nun wieder machen dürfen. Ich hoffe, dass einer der beiden Bände und seinen Titel nicht unbedingt zum Programm beiträgt. Das heißt nämlich der Leitbringer. Aber ich gehe mal davon aus, dass es kein Omen ist. Ihr werdet alle weinen, wenn ihr das diesen Band lest. Ja, irgendwo wird der Titel ja nun abgeleitet sein müssen. Was ist nun Perry Roden für die unter Ihnen, die das möglicherweise nicht wissen? Vielleicht sollten wir es mal fragen. Wer liest denn Perry Roden von den hier Anwesenden? Ja, halb. Wunderbar. Und wer hat dieses Heft hier schon gelesen? Ja. Okay, gut. Also müssen wir ein bisschen erklären. Gut. Also seit September 1961 erscheint diese Serie in Heftform wöchentlich. Ohne Unterbrechung, was nun auch schon in der heutigen Zeit ein Kunststück für sich ist. An dieser Serie schreibt ein Team von Autorinnen und Autoren an Geschichten, die in sogenannte Zyklen eingeteilt sind. Diese Zyklen sind mehr oder minder Handlungsabschnitte, die in der Regel inzwischen 25 oder 100 Hefte umfassen. Und diese Erzählstruktur, die ist dann die eines Handlungsbogens, wenn man so möchte, mit verschiedenen Handlungsebenen, die aber eine kontinuierliche Fortschreibung einer fiktiven Menschheitsgeschichte erzählt. Und Robert, jetzt einfach mal zu dir. Vielleicht stellst du dich denen einmal kurz vor, die hier im Raum sind, die dich noch nicht so kennen. Ja, ich schreibe unter dem Pseudonym Robert Corvus, früher unter Bernard Craw. Dieser Altar, den Christopher aufgebaut hat, der besteht also aus Büchern, die ich irgendwann veröffentlicht habe. Und die meisten davon durfte ich hier auch schon mal vorstellen. Ich schreibe in der Regel Dark Fantasy. Das ist so mein Schwerpunkt und veröffentliche dann im Piper Verlag. Und bei Perry Rodan ist es halt so, dass ich das als Teenager schon gelesen habe. Das heißt, dadurch bin ich der Serie auch verbunden und freue mich, wenn ich da immer mal wieder was beitragen darf. Und den Chefredakteur, den Klaus Frick, den kenne ich noch aus den Zeiten, wo er nicht so raspel kurze Haare hatte, sondern einen vernünftigen Haarschnitt. Ne? Also hatte auch noch einen Schnauzbart damals, immerhin, kann man sagen. Ja? Und da habe ich nämlich bei ihm in der Bude gepennt, neben dem defekten Kühlschrank mit dem Alpiersbacher Klosterbräu, der mich alle halbe Stunde aufgeweckt hat nachts, weil er eben kaputt war und angesprungen ist. Der hat damals nämlich schon eine Science-Fiction-Convention veranstaltet im Murktäler Hof in Freudenstadt, wo ich dann zu Gast sein konnte 1988. Ja, bleiben wir einfach mal bei dir und deinen Werken. Also mit Battletech, bei einem kleinen Verlag, hat das Ganze ja mehr oder minder halb professionell begonnen, denke ich mal.
dann eben gehörst du seit einiger Zeit so den renommierteren, sagen wir mal, Fantasy-Autoren im Piper Verlag. Da hast du mehrere Mehrteiler geschrieben, da gibt es die sogenannten Schattenherren, Zyklus aus 3 respektive 4 Bänden, wenn man den 4. noch als Ergänzungsband dazu zählt, oder inzwischen die Schwertfeuersaga mit Rotes Gold erschienen. Ja, es wird Anfang kommenden Jahres, gleich Januar oder Februar? Januar. Im Januar, ja. Eine Fortsetzung von diesem Band erscheinen, dann heißt der Weißes Gold. Im Übrigen gibt es ja noch eine besondere Affinität zu Farben, habe ich den Eindruck bei dir. Ich denke da so an den 3. Band, der soll dann grünes Gold heißen, ist kein Witz. Also heißt in der Tat so. Und wenn wir jetzt noch einen Science-Fantasy-Roman dazu zählen, der hieß Grauwacht, hat aber nichts mit den anderen thematisch zu tun, steht für sich allein. Dann denke ich mal, müssten da noch etliche Farben frei sein, die du noch nicht belegt hast, oder? Ja, das stimmt. Ja, ja, aber bei Grauwacht ist es tatsächlich insofern ein bisschen anders, weil das einfach, das ist so eine Truppe, die steht zwischen Licht und Finsternis und damit dann in Grau. Daraus ergibt sich der Titel dann. Und bei den Rotes Gold, Weißes Gold, Grünes Gold, Klammer auf, Blaues Gold, Schwarzes Gold, Klammer zu, da ist es halt so, da geht es um Söldner in so einem Fantasy-Setting, die kämpfen eben für Gold. Und diese Farben haben durchaus auch so den Hintergrund, dass man das ganz gut in Titelbilder dann natürlich aufnehmen kann. Also rotes Gold, weißes Gold und grünes Gold, beziehungsweise eben echtes Gold, Salz und Jade. Also das sind dann okay, so die Hintergründe dafür. Ich kann das auch gerne mal hingeben. Das ist dann eben ganz, ganz schön, dass man da dann, ich habe immer gerne, wenn das Titelbild auch was zu tun hat mit dem Inhalt, und so kann man das dann mit aufnehmen dabei dann direkt. Ja. Da haben wir ja noch ein paar Mischfarben in der Möglichkeit, in der Namensgebung. Wir könnten noch Gelb einfügen. Haben wir noch nicht gehabt, wenn wir jetzt Gold mal außen vor lassen. Naja. Aber du warst des Öfteren hier mit anderen Dingen. Mhm. Ist das richtig? Genau. Auch aus deinem Werkkatalog, gehe ich mal von aus. Also das hier ist meine Home-Location für meine Premierenlesung. Ah, sozusagen. Ja. Na, das finde ich doch mal toll. Ja. Ja, im Periodenkosmos, da gab es ja auch schon einiges von dir zu lesen. Wenn ich mich da recht erinnere, da gab es deinen ersten Periodenauftritt bei dieser Taschenheftreihe Perioda Neo, wo also die Periodengeschichte in ihrem Ursprung quasi nicht nach, aber dafür neu erzählt wird, wo sie also ein wenig interpretiert wird mit anderen Ausgangsvoraussetzungen. Das Ganze ist einige Zeit später in die Zukunft verlagert als die Ursprungsgeschichte, die man damals 1961 angesetzt hat. Die begann ja bei 1971 und da sind wir schon wesentlich weiter, 2036, genau, so ist es angesiedelt gewesen. Was war das jetzt genau? Es fing ja so an mit Gift des Rings. Da liegt er, genau. Also ja, da liegt er aus. Kann ich vielleicht mal kurz zeigen. Also wir haben ja hier bei Perry Wundern diese schwabbeligen Hefte, also die, das sind richtige Heftromane. Und bei Perry Wundern Neo, da gibt es Taschenhefte. Das ist so ein Mittelding zwischen Taschenbuch und Heftroman. Und ist auch vom Umfang her ein halbes Taschenbuch. Und der Reiz der ganzen Geschichte liegt tatsächlich darin, dass man sagen kann, man hat durch diese 50-jährige Seriengeschichte mit Perry Rodan eine unheimliche Fülle an Motiven, seien das jetzt außerirdische Völker, seien das irgendwelche Technologien, die man da ersonnen hat, aber auch so ein kosmologischer Überbau, dass man sich also vorstellt, wenn jetzt eine Spezies wie die Menschheit, wenn die also eine bestimmte Reife erlangt, dann kann die zusammenschmelzen zu so einem Geistwesen, einer Superintelligenz, und da gibt es dann noch mehrere Stufen drüber und die liegen natürlich alle irgendwie in Interaktion miteinander. Und das ist natürlich eine ganz große Fülle von Ideen. Und bei Perioda Neo hat man sich dann überlegt, wenn wir damals gewusst hätten, oder wenn die Erfinder von damals gewusst hätten, was dabei rauskommt, dann hätte man das ja vielleicht anders vorbereitet und wäre das anders angegangen und hätte das also von Anfang an die Geschichte etwas anders erzählt. Und das ist in der versucht bei Perioda Neo, dass man sagt,
Perry Rhodan landet nicht 1971 auf dem Mond, sondern 2036. Aber das Motiv, dass er dort Außerirdische findet, die eben mit ihrer Technologie der Menschheit helfen, dass er die Menschheit eint, dass er in der Wüste Gobi eine neue Hauptstadt für die Erde errichtet, diese Ideen nimmt man alle auf und baut die dann mit ein. Und so entwickelt man dann diese Geschichte weiter. Perry Rhodan Neo erscheint alle 2 Wochen, im Gegensatz zu jeder Woche bei der Hauptserie. Und ist jetzt aber auch schon im 5. Jahr. Also ist auch eine sehr erfolgreiche Reihe, die jetzt bei Band 136 oder sowas steht. Ja. Also wenn man jetzt mal den großen Bruder weglässt, die Hauptserie weglässt, dann ist es sicherlich eine der erfolgreichsten fortlaufenden Serien, die es so gibt. Perry Rhodan übrigens, also die Hauptserie, ist tatsächlich inzwischen die längste fortlaufende Erzählung seit Erfindung der Schrift. Also es gibt keine längere fortlaufende Geschichte als Perry Rhodan. Ja, es gab eine Zeit lang sogar sehr viele verschiedene Reihen, die alle zu dem Perry Rhodan Kosmos gehörten. Zum Beispiel einer der wichtigsten Hauptnebencharakter, wenn man so möchte, dieser arkonidische, außerirdische Atlan, der erhielt seine eigene Reihe damals. Das war schon Ende der 60er Jahre, 1967. Hat aber nach 800 Ausgaben schlapp gemacht. 850. So viel Zeit muss sein. Okay, ja. Ja, außerdem gab es noch ein paar sogenannte Miniserien, aber dazu kommen wir gleich mal. Mhm. Du hast 2 der Neobände auch mit jemandem zusammengeschrieben, mit Oliver Plaschka. Genau. Wie funktioniert denn sowas? Ist das auch ein Doppelband, wenn man so will, oder lagen die auseinander? Also da muss man sagen, das hatte 2 Handlungsebenen. Das ist bei Perry Rhodan so das Wort dafür, wenn man so eine krasse Überblendung hat und irgendwo anders so einen Handlungsstrang läuft oder die nebeneinander herlaufen und kaum miteinander interagieren. Und die gab es eigentlich gab es 3 Handlungsebenen in diesen beiden Neobänden, die Oliver Plaschka und ich zusammen gemacht haben. Einer war durchgängig, also tauchte in beiden von diesen Ausgaben auf, den hat Oliver Plaschka geschrieben. Und dann gab es einen Handlungsstrang, der in Perry Rhodan Neo 72 und einen, der in 73 isoliert stand. Und die habe ich geschrieben. Und die haben geteilt den Schauplatz, aber nicht die Handlungszeit. Die lagen also 8000 Jahre auseinander, wenn ich mich richtig entsinne. Und da konnte man dann eben so ein paar ganz grundlegende Dinge schon übernehmen und absprechen. Und da erinnere ich mich auch, dass ich mit dem Oliver Plaschka telefoniert habe. Bei mir in meinem Handlungsstrang wird ein Planet eingefangen und in bestimmter Weise platziert in dem Heimatsystem der Arkoniden. Und dieser Planet hat die Besonderheit, dass er in der Mitte durchgeschnitten ist, was natürlich eigentlich physikalisch nicht geht, aber durch eine ganz fortschrittliche Technologie erreicht wurde. Und ich habe mit ihm mal telefoniert und wir haben darüber diskutiert, was passiert denn, wenn man von der vom gewölbten Bereich dieses Halbplaneten über die Kante läuft auf den flachen Bereich. Wohin zieht denn dann die Schwerkraft? Also wohin fällt man? Oder wie fühlt sich das an, wenn man da drüber geht? Und wir waren dann übereinstimmend der Meinung, dass das so sein muss, dass man das Gefühl hat, eben steil bergab zu gehen Richtung Zentrum dieser Scheibe, die es ja dann ist. Also die Schnittfläche ist ja eine Scheibe. Und wenn man das Zentrum der Schnittfläche erreichen würde, dann würde man wirklich gerade stehen. Weil der Schwerkraft zu einer Halbkugel ja unter dem Zentrum der Scheibe liegt, etwas unten in der Halbkugel drin. Können mir alle folgen, bin ich mir ganz sicher. Also das sind so Sachen, da hat man dann aber auch wirklich Freude dran, wenn man so einen Partner hat, mit dem man das gemeinsam schreibt, weil den das dann ja natürlich auch interessiert in dem Moment. Also kann man dann diese Dinge da diskutieren. Mhm. Oder wie ist der Schattenfall? Ja, das ist nämlich so, dass diese Welt so positioniert ist, dass die mit der Schnittfläche senkrecht auf der Ekliptik steht. Also die Schnittfläche zeigt im geraden Winkel von der Sonne weg sozusagen. Das heißt, die Sonne wirft immer einen wahnsinnigen Schatten für jede Erhebung, die es auf dieser Schnittfläche gibt. Mhm. Schön, oder? So viel zu Weltenentwicklung. Also man muss sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen, als wenn man da versucht, in der Fantasy etwas magisch zu umschreiben oder ähnliches. Hier muss man versuchen, pseudowissenschaftlich irgendwas
zu bringen und vielleicht noch eine Erklärung mit einzubauen, wenn man irgendetwas beschreibt und so. Das macht eigentlich immer so ein bisschen die Faszination dieser Science-Fiction an sich aus. Zumindest ist das immer bei mir so aufgetreten. Ja, Minizyklen haben wir eben mal kurz angesprochen. Die Ruinenstadt und Kommando-Virenkiller war dann ja das, was von dir in diesem Stardust-Minizyklus zu finden war. Genau, was waren 12 Hefte von diesem Umfang hier, die in sich halt abgeschlossen sind und in einer fernen Galaxis spielen, die auch passenderweise Far Away heißt. Ja. Genau, und da haben wir eben Perry Rodan hinversetzt, beziehungsweise es gab mal eine Siedlungswelle, eine Aussiedlungswelle von Menschen, die dorthin gegangen sind, und Perry Rodan hat diese Kolonie, wenn man so möchte, mal besucht, und natürlich gab es da einen großen Ärger, und Perry Rodan ist wieder der Retter der Situation, ja, und kann dann also dann in diesen 12 Heften sein Abenteuer bestehen und den Stardust, der Stardust-Menschheit helfen. Ja. Man muss das so verstehen, wenn ein Autor im Prinzip vom Perry Rodan-Team eingeladen wird, da mal ein Gastroman zu schreiben, dann ist das schon sowas wie eine Adlung. Das darf man ruhig mal so betonen, und irgendwann führte es dann, genau genommen 60 Hefte exakt, mit der Nummer 2824 und 25 zu einem Doppelgastroman von dir, und das war dann eben Ein Stern in der Dunkelheit und Unter dem Sternenbaldachin. Mhm. Diese beiden Bände, ja, vielleicht erzählst du mal kurz ein bisschen. Also bei den Gastromanen ist das ja so, dass die Autoren nicht so aus dem Volley kommen, also nicht so aus dem nicht aus dem Team herausschreiben, das ja ohnehin völlig vertraut ist mit der Serienhandlung. Deswegen probiert man da, die Leute so ein bisschen freizuschießen, indem man halt sagt, wir nehmen eine Handlung, die nicht völlig eingebunden ist. Also natürlich hat die Verbindungen zur Serienhandlung, aber die jetzt nicht den Haupthandlungsstrang weitererzählt zum Beispiel. Und deswegen sind das zwei sehr bodenständige Science-Fiction-Abenteuer. Ein Stern in der Dunkelheit erzählt von einem Raumschiff, das im Leerraum treibt und nicht weiterkommt, über einen langen Zeitraum, also viele Monate, wo es an Bord dann eben Schwierigkeiten gibt mit verschiedenen Fraktionen, die da miteinander in den Clinch kommen. Und die Geschichte von Unter dem Sternenbaldachin erzählt von einem außerirdischen Volk und dessen Historie. Also über viele tausend Jahre, wie sich dieses Volk entwickelt hat. Auch ein ganz typisches Science-Fiction-Thema, eingekleidet darin, dass eben ein Entdecker diesen Planeten besucht und diese Historie kennenlernt und erforscht. Ja, also die beiden Romane gehörten auch zu einem ganz besonderen Titelbildstaffel. Ja, es gab einen Titelbildzeichner, der früher alle Titelbilder für Perry Rodan gemacht hat und auf Flohmärkten Bildbände eingekauft und das vom Verlag sich hat erstatten lassen. Er hieß Johnny Brook. Ja. Seine Außerirdischen haben oft so eine Anmutung, dass die so ein bisschen chimärenhaft sind, was daran liegt, dass Johnny Brook ein passionierter Jäger war. Der kannte sich also gut mit Tieren aus und hat dann immer gerne irgendwas Tierhaftes auch den Außerirdischen gegeben. Und das ist also lange Jahre eine Konstante in der Perry Rodan-Serie gewesen. Es gab viele Autoren, die mitgeschrieben haben, die Chefredakteure haben gewechselt, Leser sind hinzugekommen oder vielleicht auch, ich glaube, es hat auch der eine oder andere mal aufgehört, Perry Rodan zu lesen, habe ich gerüchtet. Okay. Also jedenfalls, der Johnny Brook war jedenfalls so eine Konstante, der war immer da, der hat jedes Mal das Titelbild gemacht. Und dementsprechend hat er auch so das Look and Feel von Perry Rodan geprägt irgendwo. Ja, das so drauf. Und da hat sich jetzt der Todestag von Johnny Brook gejährt. Und das hat man zum Anlass genommen und hat gesagt, hier vier von den Zeichnern, die aktuell eben die Titelbilder machen, jetzt ist also kein Einzelner mehr, sondern man vergibt die immer an unterschiedliche Künstler, vier von denen, die regelmäßig für uns arbeiten, die könnten doch mal diesen Stil von dem Johnny Brook nachahmen und dann da eben entsprechende Titelbilder anfertigen. Und meine beiden Romane, die damals erschienen sind, die gehörten zu diesen vier. Ja, genau. Schon die Hälfte. Also ne, so eine doppelte Sondergeschichte. Also sehr interessant. Aber da kommen wir doch jetzt einfach mal, bevor die Leute uns hier steinigen, mal zu den aktuellen Dingen. Diesmal ist es also Band 2884. Unter allem Grund natürlich. Unter allem Grund, genau. Genau. Und der 85er Folgeband, der Leitbringer, wie wir hinter uns sehr schön sehen können.
genau 60 Hefte ist das jetzt her. Also ein bisschen mehr als ein Jahr. Dürfen wir jetzt erwarten, jedes Jahr mal was von dir innerhalb der Serie zu finden? Oder also ich arbeite schon gern mit den Perigoda-Leuten zusammen, aber es muss halt immer, also es klingt wahrscheinlich blöd, aber es muss in meinen Hauptberuf passen. Ne? Also ich mache ja noch diese Dinge da und da muss es von meiner Seite aus zeitlich passen, dass ich auch so einen Zeitabschnitt habe, wo ich sowas schreiben kann. Und es muss natürlich, das ist eigentlich noch wichtiger, von der Serie aus passen, dass die sagen, wir haben hier jetzt ein Heft zu vergeben auch. Denn die haben ja ein Team, das sich darauf verlässt, dass die ausgelastet werden, dass die also immer Aufträge bekommen von den Stammautoren her. Und die sind natürlich auch traurig, wenn dann jemand sagt, ja, du kriegst jetzt aber gerade keinen, weil wir haben da so einen Typen, der kann das mal eben machen. Und es ist auch tatsächlich jetzt schon so gewesen, dass ich eigentlich, ich glaube, 5 Bände vorher was machen sollte und dann aber ein Stammautor zugesagt hat für diese Bände und damit bin ich dann eben nach hinten gerutscht in meiner Geschichte. Und ich bin auch gar kein Gastautor mehr, wie ich erfahren habe. Ich habe also ein Männergespräch geführt mit Klaus Frick, dem Chefredakteur auf dem Buchmesse-Convention. Da haben wir einen Spaziergang gemacht und da hat er mir erzählt, ich bin kein Gastautor, weil man schreibt ja nicht mehr auf die Hefte vorne drauf Gastautor. Ja. Und ich bin auch kein Teamautor, weil ich war ja noch nie auf einer Teamkonferenz. Ich bin ein Wundertierchen. Ja, solche Anekdoten gibt es in der Perioden-Szene jede Menge, wenn man so alte Werke zusammenträgt. Es gibt immer wieder mal so sogenannte Chroniken, die das aufgreifen bei 56 Jahren. Roman, Geschichte, Historie, läuft natürlich eine ganze Menge auf. So etwas ist da geradezu prädestiniert für, da aufgenommen zu werden irgendwann. Ja, Zeit für eine erste Kostprobe, Robert. Damit wir auch alle mal einen Eindruck davon bekommen, worum es denn diesmal geht. Wir fangen einfach mal am Anfang an, dann muss ich nichts vorher erklären. Gerade für das erste Kapitel braucht man natürlich einen markigen Titel, ist klar, was so ein bisschen auch die fröhliche Stimmung des Romans transportiert, damit die Leute positiv eingestimmt sind. Deswegen hat das erste Kapitel die Überschrift Todesstoß. Die Zelaxta war der Stolz der Tiuphorischen Flotte. 1 Kilometer lag zwischen dem äußeren Pol einer Kugel und dem gegenüberliegenden der anderen. Ein 600 Meter langer, 50 Meter durchmessender Tunnel verband die beiden 200 Meter Kugeln. Chefingenieur Mixandrak trug die Verantwortung für das Transitionstriebwerk, dessen Zentrum in der Mitte des Verbindungstunnels lag und diesen auswölbte. Eine geniale, raumgeborene Konstruktion, nicht dazu gedacht, auf einem Planeten zu landen, im Gegenteil, diesen hinter sich zu lassen, wie es die Legenden verhießen, die zu bewahren er geschworen hatte. Die Legenden von den Faktoten des Erwatt und der Erlösung. 75.000 Tiuphoren konnten die Kugeln bei voller Belegung aufnehmen. Kaum leistbare Opfer hatte das Volk der geschundenen Welt gebracht, um die Zelaxta zu bauen. Mixandrak empfand es als große Ehre, auf dieses Schiff berufen worden zu sein, als unverdiente Gnade einen Vorgang der Erwählung durch ein Schicksal, das ihm erlaubte, in seinem Volk den Glauben an ein Ende des Elends lebendig zu halten. Deswegen empfand er die Explosionen, die die Zelaxta sowohl inwendig als auch an der Hülle zerrissen, als persönliche Demütigung. Er zitterte vor Scham und Wut, während er in das Inferno starrte. Die Generatorblöcke zerflossen in der Hitze des Kernbrands. Wo Sauerstoff frei wurde, etwa weil eine weitere Sicherungswand schmolz oder sich die Energien eines feindlichen Geschützes bahnbrachen, loderten turmhohe Stichflammen. Der Schutzanzug bewahrte Mixandrak nicht nur vor Hitze und Strahlung, sondern auch vor dem Donner der Explosionen. Anderenfalls wäre er längst taub geworden. Der metallische Boden unter ihm schlug Wellen, um die kinetische Wucht der Treffer abzubauen. Mixandrak war so oft gestürzt, dass das Wiederaufstehen zu einer unbewussten Handlung wurde. 4. Einsatzgruppe, schrie er, Status!
Die Meldung blieb aus und das grüne Symbol schimmerte blass eingefroren an der letzten bekannten Position im Lager Holo. Die Bordkommunikation wurde zunehmend unzuverlässiger. Strahlung, Überladungen und verlorene Komponenten schufen weitere tote Bereiche. Hinzu kamen Geisterortungen, die grell aufflackerten und sofort wieder verschwanden. Die Hoffnung, durch den Leitstand am Ort des Geschehens eine bessere Koordination zu erreichen, erfüllte sich nur rudimentär. Dritte Einsatzgruppe. Ein Viertel der Kräfte abziehen und in Sektor Blau verschieben. Detaillierte Zielvorgabe folgt. Mixandrak sah den Plan für Gruppe 4 durch und strich alles bis auf die Dämmungsfeldgeneratoren, die Kühleinheiten und die Primärleitung von der Liste. Er konnte nur hoffen, dass diese Aggregate überhaupt noch existierten. Der Blick ins Inferno ließ das als kühne Annahme erscheinen. Er drehte sich um seine Achse und betrachtete eine Welt aus alles verzehrendem Feuer in verschiedenen Aggregatzuständen, von glühenden Verbundstahlplatten über flüssiges Hartplast zu flammender Luft. Der Schrecken kannte viele Farben, gleißendes Weiß, düster glosendes Rot, trügerisch kühl wirkendes Violett, hellblaue und grüne Fackeln. Trotzdem, er durfte nicht aufgeben. Er musste die finale Kettenexplosion verhindern oder zumindest hinauszögern. Jede Sekunde gab dem Kommandanten der Zelaxter Gelegenheit, die Flucht zu planen. Wenn schon nicht für das ganze Schiff, dann wenigstens für abgesetzte Rettungsboote. Oder die Chance zurückzuschlagen, dachte Mixandrak voller verzweifelten Grimm. Wenn die Zelaxter ein Schiff der Gyan Li rammt, lodert unser Stolz ein allerletztes Mal auf. Soll das Feuer, in dem unsere Träume verbrennen, zugleich die Brandstifter verzehren. Kein Durchkommen, meldete Zixella, eine Truppführerin der dritten Einsatzgruppe. Wo der Hauptzugangstunnel war, ist jetzt offener Weltraum. Zixella war sehr jung, keine 25 Jahre. Sie gehörte zum Förderkader für technische Führungskräfte. Darin versammelt waren jene Ingenieure, die Mixandrak sich als seine Nachfolger vorstellen konnte. Zupackend, ohne Hemmungen einen Grestalim-Spanner selbst in die Hand zu nehmen und in die Eingeweide eines Aggregats zu kriechen, aber zugleich mit exzellenten hyperphysikalischen Kenntnissen, dem Charisma, andere zu begeistern und der Gabe, sogar unter Stress Wichtiges von Nebensächlichem zu unterscheiden. Zixella war auf einem guten Weg. Sie setzte sich unter den Besten durch, unter denen, die auf der Zelaxter arbeiten durften. Und die jetzt gemeinsam mit dem stolzen Raumschiff starben. Die Aussichtslosigkeit ihrer Lage konnte ihr nicht entgangen sein. Manchmal war Intelligenz ein Fluch. So viel mal im ersten Abschnitt. Ja, Mark A. Herrens, einer der Teamautoren, ist vor kurzem aus persönlichen Gründen aus dem Team, ist glaube ich Ende 30 jetzt, ne? etwa, ausgeschieden. Ja, der geht ins Gefängnis. Ja, stimmt. Also nicht als Insass, ne? sondern als Betreuer für Leute, die also eine lange Haftstrafe hatten und jetzt also, der wohnt in der Schweiz, in die Schweizerische Gesellschaft, also wieder eingegliedert werden und die begleitet er als so eine Art Sozialarbeiter. Ja. Er ist ausgeschieden. Es gab auch Todesfälle dabei, Rainer Castor zuletzt. Es werden Stellen frei, darf ich mal so umschreiben. Ist das nichts für dich? Nee, also weil ja der Grund, aus dem ich Schriftsteller geworden bin, ist ja, dass ich gerne meine eigenen Geschichten erzählen möchte. Das sind die Sachen, die da stehen. Und man muss dazu auch noch wissen, im Moment habe ich schon ein Projekt, wo ich mich verpflichtet habe auf 12 dicke Bücher, gemeinsam mit dem Bernhard Hennen, die Filiasson-Saga. Und die bindet mich, also die gibt mir schon einen gewissen Takt vor. Und wenn ich jetzt auch noch bei Peri Rodan wirklich fest was machen würde, also immer gegeben die Annahme, die würden mich überhaupt nehmen, ja. Aber, ja, also dann hätte ich eine doppelte Taktung. Und das ist immer gefährlich, weil das schon provoziert, dass dann es da zu Zeitkonflikten kommt. Ja. Das also auf jeden Fall bis 2021, wenn alles gut läuft, läuft diese Serie mit dem Bernhard Hennen so lange. Mhm. Es ist deswegen, dass das gar nicht
realistisch. Ja, schließlich besteht das Anfertigen eines Romans aus verschiedenen Phasen. Die Ideenfindung, die Umsetzung, dann das Aufteilen bei zwei Autoren in die verschiedenen Abschnitte oder Kapitel, Handlungsebenen, wie auch immer, eine Planungsphase. Und dann kommt noch dazu, dass es irgendwann einen fertigen Romantext gibt, den man ins Lektorat bringt, der wiederum mit Korrektur gelesen zurückgeschaufelt, mit Anregungen, Änderungswünschen etc. pp. Und all das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Ne? Und genau das ist der Punkt, warum es dir dann sicherlich nicht so möglich wäre, das parallel betreiben zu können. Ne? Ja, vor allem aber wirklich das, also das ist sicherlich, der reine Aufwand ist sicherlich ein Punkt, aber der Hauptpunkt ist tatsächlich, dass es eben getaktet ist. Also bei Perry Rhodan ist klar, dass das Heft 2884 zwischen 2883 und 2885 erscheinen muss. Ja. Das ist bei anderen Heftromanserien nicht so, weil bei anderen Heftromanserien keine durchgängige Handlung ist. Da könnte man sagen, gut, wir ziehen ein anderes vor, bringen das halt 5 Wochen später. Das geht bei Perry Rhodan nicht. In dem Moment, wo ich denen sage, ja, ich kann mir jetzt vorstellen, den und den Roman zu machen und den Zuschlag bekomme, ist auch klar, wann der entsteht. Dadurch ist klar, wann der gedruckt wird, dadurch ist klar, wann der gesetzt wird, wann der lektoriert wird und wann der abgegeben sein muss. Ja. Und da ist auch nichts dran zu rütteln. Ja. Und das ist auch nicht so, dass man jetzt beliebig nach vorne planen könnte und sagen könnte, wir geben dir jetzt einen Roman, der in 2 Jahren erscheinen wird, weil bis dahin noch viel passieren kann. Also die wissen jetzt noch nicht genau, was in 2 Jahren passieren wird und das ergibt sich auch einiges aus der Umsetzung, die die Autoren eben in der Serie machen. Da kommt vielleicht eine interessante Figur auf und man sagt dann, die wollen wir jetzt aufgreifen und thematisieren in den folgenden Heftromanen und dadurch ist das alles auch immer im Fluss und in Bewegung. Mhm. Also hat man nur eine gewisse Weite, in die man voraus schon den roten Faden vorgeben kann. Das liegt auch daran, dass es eben 2 Autoren gibt, die Chefautoren, die Expokraten, wie die liebevoll genannt werden, die also die Exposés entwerfen für die Einzelromane und dann das Hauptgefüge, die Hauptgeschichte quasi vorgeben mit ein paar Eckdaten, da fängst du an im Roman X und da musst du aufhören im Roman X, damit eben der den Y-Band schreibt, dann direkt dahinter auch entsprechend fließend anschließen kann. Trotzdem hast du ja dann doch noch eine ganze Reihe an Bewegungsspielraum. Lass uns mal zurückgehen zu dem aktuellen Heft, das du ja jetzt hast. Ja, es gab vor einigen Wochen einen Break, wenn man so möchte, wo man einen krassen Schnitt gemacht hat. Das ist extrem selten in der Perry Rhodan-Serie, dass nicht bei einer sogenannten Doppel-Null ein neuer Zyklus angefangen wird, sondern dass man das bei 75% mehr oder minder getan hat. Also 2875 begann ein Einzelzyklus, ein Kurzzyklus, wenn man so möchte, mit 25 Bänden. Das ist ein Novum, bisher gab es das in der Form noch nicht in der Reihe. Worum geht es denn eigentlich jetzt mal übergreifend in diesen 25 Heften? Das ist ja teilweise noch an die jenseitigen Lande, dem vorherigen Zyklus angeschlossen. Ja, also es ist... Es ist auch ans atopische Tribunal noch angeschlossen. Also man hat diese Exposé-Autoren, das ist ein sehr anstrengender Job, das macht man nicht so lange. Und das aktuelle Team, diese 2 Leute, Christian Montier und Wim Wandemann, machen das seit Band 2700. Also ab da hat die Serie jetzt eine bestimmte Richtung eingeschlagen. Und da ging es damit los, dass also eine ganz überlegene Macht aufgetaucht ist in der Milchstraße und die hat den Adlan, diese Nebenfigur, die erwähnt ist, und den Perry Rhodan verurteilt aufgrund eines Verbrechens, das sie noch nicht begangen haben, aber begehen werden und das zu einem Weltenbrand in der Milchstraße führen wird, also zu einer ganz großen Katastrophe. Und das können sie deswegen, weil für sie die Zeit viel durchlässiger ist als für uns. Also sie kommen praktisch vom Ende der Zeit und wissen also, wie sich alles entwickelt hat und wissen, Perry Rhodan ist schuld und Adlan ist auch schuld und die setzen wir jetzt fest und dann geht es allen besser. Und das ist auch ihre Intention, also eigentlich ganz nette Leute, die wollten dann eben dafür sorgen, dass eben diese Fehlentwicklungen, diese schlimmen Entwicklungen, die es so in der Historie gab, dass die halt eingedämmt werden. Und das hat nur bedingt funktioniert. Mit 2800
ist Perry Rhodan die lächerliche Zeitspanne von 20 Millionen Jahren in die Vergangenheit versetzt worden. Also bei Perry Rhodan denkt man etwas größer. Ne? Und ist dort also auf ein sehr aggressives Volk gestoßen, die Tiuforen, von denen wir gerade auch schon einen Vertreter hatten, den Lexandrak. Aber eine spezielle Fraktion der Tiuforen. Und diese Tiuforen hatten die liebliche Angewohnheit, Planeten wegzubomben, weil sie der Meinung waren, dass nur minderwertige Zivilisationen auf Planeten wohnen. Während jemand, der ein bisschen was blickt, natürlich auch Raumschiffe lebt. Also die lebten halt auf einer riesigen Raumschiffflotte aus sogenannten Sterngewerken und haben eben den Krieg zu einer gewissen Ästhetik erhoben, haben also in hübschen Mustern ihre Atombomben geschmissen und so, dass das also aus dem All auch gefährlich aussieht. Und haben damit dann also riesige Verwüstungen angerichtet und über den gleichen Weg mit dem Perry Rhodan 20 Millionen Jahre zurückkamen, kamen die dann 20 Millionen Jahre nach vorne und trafen damit dann auf eine völlig unvorbereitete Milchstraße. Sodass das also eine sehr gefährliche Situation gewesen ist, gegen die Perry Rhodan natürlich angegangen ist. Und er konnte diese Invasion auch stoppen, aber um den Preis, dass er selbst verschleppt wurde. Er selbst plus zwei Gefährten, die er so hatte, Attila Likore und Peisean, beides keine Menschen, aber Freunde der Menschheit, die sind also mit dieser Invasionsstreitmacht zusammen dann abgezogen, als so eine Art Gefangene, das ist jetzt etwas vergröbert dargestellt, aber sie wurden im Grunde verschleppt. Und zwar wurden sie verschleppt in die Heimatgalaxis dieser Tiuforen. Die haben so einen Ruf bekommen, dass diese Invasionsstreitmächte alle zurückgerufen wurden. Und diese Galaxis liegt, ich glaube, 131.000 Lichtjahre oder so, von der Millionen. 131 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Also es geht man nicht so unbedingt zu Fuß. Und Perry Rhodan schafft es dann zwar aus diesen Sterngewerken zu entkommen, aber er hängt jetzt fest in Orpleit, dieser Galaxis Orpleit, in dem auch, der auch diese Romane hier spielen. Und jetzt gibt es zwei große Handlungsstränge, nämlich den einen, der sich um Perry Rhodan dreht und seine beiden Gefährten, die natürlich noch andere Leute treffen und sich mit denen zusammentun in dieser Galaxis Orpleit und probieren mehr über die Situation dort herauszufinden mit dem Ziel, letztlich diese Tiuforen überzeugen zu können, dass sie ihnen helfen, zurück in die Milchstraße zu kommen. Also das Ziel ist Heimkehr im Grunde. Sie erfahren dann aber verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, dass diese Galaxis einen anderen Zeitablauf hatte. Also in diesen 20 Millionen Jahren, mindestens 20 Millionen Jahren, und seit dem Aufbruch ist vielleicht ja sogar noch ein bisschen mehr vergangen, die dieser Invasionsstreitmächte unterwegs waren, sind in dieser Galaxis also nur 2000 Jahre vergangen. Ist also schon mal deutlich weniger. Ja. Was sie natürlich wundert und sie stellen auch fest, dass die Tiuforen dort eben auf einem Planeten leben, auf dem sie völlig unterdrückt werden. Sie sind also so ein Nebenvolk sozusagen in dieser Galaxis. Die haben zwei, drei andere Sternsysteme erreicht und das war's. Mit einer Technologie, die weit hinter der Technologie der Menschheit zurückliegt. Im Gegensatz zu diesen Invasoren, die also weit vorweg waren. Und herrschend ist dort die Kohäsion, heißt das Staatsgebilde. Und das sind die Gyanli. Die sind also so drauf, dass sie halt diese Galaxis Orplate beherrschen, unterdrücken und auch die Völker demütigen, damit die auch alle mitkriegen, wer da das Sagen hat. Das sind eben die Gyanli, die dort die tonangebende Macht sind. Und da muss sich Perry Rhodan erstmal orientieren, um überhaupt zu wissen, wie er da sinnvoll agieren kann. Und eine Aufgabe, die mein Heftroman hatte, also der aktuelle, 2884, war, diese Gyanli mal aus der Innensicht zu zeigen. Also mal zu zeigen, wie die denken, wie die ticken, was die motiviert und was das für Leute sind. Ja, ist auch ein schöner Übergang. Lass uns doch mal einen weiteren Textauszug hören. Pluto wehrte sich gegen das Auftauchen. Sie wollte dort bleiben, unter allem Grund. Im Kollekttraum
erlöst von den kleinlichen Erwägungen ihrer individuellen Existenz, aufgehoben in etwas Größerem, geborgen und stark, wo der Hauch ihres Lebens Teil eines Orkans war. Ihr Körper forderte sein Recht, die Fluidfilter, die ihren Lungen das Atmen in einer Flüssigkeit erlaubten, waren erschöpft. Buteau musste erwachen, konnte nicht länger am Grund des Passeurs verweilen, wo der Verstand ruhte, das Bewusstsein jedoch zu einer Weite fand, die sich nicht in das Raster ausformulierter Gedanken pressen ließ. Diese Gedanken kehrten zurück. Buteau bemerkte, wie sich die Finger spreizten und die Hände sanft paddelten, um den Aufstieg zu beschleunigen. Ein Reflex aus der Urzeit, als die Gyanli natürliche Tümpel aufgesucht hatten, um dort in den erholsamen Schlaf zu gleiten. Die Bassins in den persönlichen Kabinen der Chadrius waren gerade tief genug, damit das Fluid zwei Körper vollständig bedeckte. Für Luteau hätte sogar einer gereicht. Sie war über das Alter hinaus, in dem sie Sexualpartner suchte. Sie genoss jedoch den zusätzlichen Platz. Ihr Kopf schob sich über die Oberfläche, das Fluid rann über das Gesicht, zähflüssiger als Wasser. Die Nase öffnete sich, sie tat ihren ersten Luftzug seit 4 Stunden. Augenblicklich ließ das Stechen in der Lunge nach. Die Erinnerung an das Dort glitt schneller von ihr ab als das Fluid. Das Gefühl eines Verlustes blieb, aber das war nicht ausschließlich bedauerlich. Luteau hatte auch ihre Erschöpfung dort gelassen, körperlich wie psychisch. Antworten auf ihre Fragen hatte sie im Schlaf aber nie gefunden. Rätsel wurden im Kollekttraum nicht gelöst. Sie verwehten in der temporären Bedeutungslosigkeit, um mit dem Erwachen zurückzukehren. Luteau tastete nach den Stufen und richtete sich auf. Das Fluid plätscherte ins Bassin zurück. Undeutlich nahm sie eine Gestalt am Beckenrand wahr. Mit dem Zurückgleiten der transparenten Lider, die auf die Lichtbrechung im Fluid angepasst waren, schärfte sich ihre Sicht. Der Kampfroboter der Glaster-Klasse hielt den Multifunktionsarm eingeklappt, aber die beiden anderen Arme, einer mit Sensoren und der andere mit der Waffe, auf sie gerichtet. Luteau hatte ihre Maschinen selbst programmiert. Bei jedem neuen Kontakt analysierten sie ihre Körpergröße, ihr Magnetfeld, ihr Bewegungsmuster und wenn es Abweichungen gab, räumten sie ihr 5 Sekunden ein, um sich zu identifizieren. Das war das letzte Mal passiert, als sie eine Beinverletzung davongetragen hatte, wodurch ihre Schrittweite und Frequenz verändert worden waren. Bei fehlgeschlagener Identifikation würde kein zweites Mal gefragt. Bedauernd drehte sich Luteau um und betrachtete das Fluid, dessen Oberfläche sich bereits wieder beruhigte, als hätte sie nie darin gelegen. Rote Schleier schwebten unbeeindruckt durch die graue Flüssigkeit. Dieses Bassin hatte sie erstmalig benutzt. Sie war in eine Standardkabine in der Nähe der Schutzperson umgezogen, aber das spielte keine Rolle. Die Erfahrung des Kollekttraums war überall dieselbe und sie verblasste ebenso rasch, egal, ob man auf Guyan, einem Raumschiff oder einer unterworfenen Welt badete. Luteau breitete die Arme aus und fächelte mit den Drifthäuten, um endgültig ins Hier zurückzufinden und ein wenig vorzutrocknen. Die Luft nahm die Feuchtigkeit schnell auf. Die Guyanli roch das Fluid und spürte es als Prickeln in den feinen Rezeptoren auf den Häuten zwischen Brustkorb und Oberarm. Aber ihr Körper signalisierte kein Verlangen. Die Fluidfilter vor der Lunge mussten sich erst erholen. Sie hörte das Surren, mit dem die Arme des Glaster in Ruheposition sanken. Sie roch den feinen Duft des Roboters, die Öle, die die Gelenke geschmeidig hielten und das Metall vor Korrosion schützten. Mit voll entfalteten Drifthäuten, die Hände über Schulterhöhe gehoben, spürte sie in dieser Nähe sogar die Energieströme der Maschine, wenn auch nur als diffuses An- und Abschwellen. Es faszinierte sie, dass sie einen Roboter besser wahrnahm als Klaftaut, ihre Schutzperson. Dabei waren Maschinen in allen anderen Fällen schwerer zu erfassen als Lebewesen, erst recht als ein Guyanli.
Aber Klafftaut trug eine besondere Kutane, wie sie noch keine gesehen hatte. Eine Kapuze und ein weißer Stoff, der bei Lichteinfall in einem speziellen Winkel visierte. Zuerst hatte sie ein ausgefeiltes Schirmfeld vermutet. Schließlich musste er ein einflussreicher Mann sein, wenn dem Kriegsoperator dermaßen viel an seinem Wohlergehen lag. Aber Klafftaut bewegte sich mit großer Selbstverständlichkeit durch sein Quartier. Er vermied keinen Kontakt zu Gegenständen irgendwelcher Art, nicht einmal zu Energiezellen und anderen Dingen, die üblicherweise mit Schirmen interagierten. Und auch die Gläster, die ihn schützten, meldeten keine entsprechenden Messungen. Langsam drehte sich Luto um die eigene Achse. Der Kampfroboter kam wieder in ihr Blickfeld. Die Gestalt mit dem eiförmigen Zentralkörper, den drei kleinen Köpfen und den herabhängenden Armen schien vollkommen desinteressiert, aber das täuschte. Gläster waren viel zuverlässiger als Guyane-Soldaten. Ihre Wachsamkeit ließ niemals nach. Ihre nassen Füße patschten auf den Boden, als Luto zum Kombistrahler ging, den sie gegenüber der Tür an die Wand gelehnt hatte. Sie würde eine vernünftige Halterung anbringen lassen, die die Waffe nur freigab, wenn der Kontaktsensor seine Besitzerin identifizierte. Noch faszinierender als das Fehlen jeglichen Geruchs an Klafftaut war seine Art. Offensichtlich genoss er äußersten Respekt in den höchsten Kreisen der Kohäsion, aber er behandelte die ihm zugewiesene Sicherheitsoffizierin dennoch mit Achtung. Überhaupt schien er an allem interessiert, ohne neugierig zu wirken, eher wachsam, wie ein guter Soldat. Solche Eigenschaften hatte sie stets geschätzt. Zog sie also eine erotische Spannung zu Klafftaut hin, die sie sich nur nicht eingestand, weil er einen so hohen, wenn auch unklaren Rang bekleidete? »Dafür bin ich zu alt«, murmelte sie. Ihr letzter Sexualkontakt lag 10 Jahre zurück. Sie nahm ihre Handwaffe auf und prüfte den Füllstand der Energiezelle und den Ladestatus der Geschosse. Schmerzinduktoren, Sprengprojektile, Strahlerfunktion im Desintegrator- und Paralysemodus. Alles war, wie es sein sollte. Luthor merkte, wie die Routine sie beruhigte. Diese Handgriffe hatte sie sich bei der Raumlandeinfanterie angewöhnt. Leider taugte sie nicht mehr für diese Truppe. 2 Mal war sie durch den Test der körperlichen Fitness gefallen, die dritte Prüfung hatte sie sich erspart. Stattdessen hatte Luto sich nach einem Posten umgesehen, bei dem sie die Erfahrung einer felderprobten Tert-Exekutorin einbringen konnte, ohne mit ausgefallenem Kampfanzug und einem verwundeten Kameraden auf den Schultern durch die Giftnebel einer Ultragravitationswelt sprinten zu müssen. Sie liebte das vertraute Gewicht der Waffe. Mit ihr in der Hand fühlte sie sich vollständig, obwohl sie noch immer unbekleidet war. Am Roboter vorbei schritt sie in den Wohnbereich ihrer Kabine. Dort warten 2 Gläster. Klafftaut musste sehr bedeutend sein, nicht nur, weil Kriegsoperator Jemburg einen persönlichen Termin eingefordert hatte, bevor er ihn Lutos Schutz überantwortet hatte. 1 Stunde hatte er sich Zeit genommen, ein Verhör zu ihrer Kampferfahrung und ihrer Entscheidungskompetenz in Krisensituationen. Auch den Vorfall, bei dem 90% ihrer Einheit gefallen waren, hatte er angesprochen. Selbstverständlich hätte sie jederzeit wieder so entschieden. Schließlich hatte sie den feindlichen Schutzschirmgenerator erfolgreich ausgeschaltet. Eine Schonung der Mannschaft war nicht Teil ihres Befehls gewesen. Primexekutorin Zalnay war ebenfalls von Klafftauts Bedeutung überzeugt. Die Kommandantin der Schadrus hatte eine Sektion zu seiner persönlichen Verfügung geräumt, groß genug, um den gesamten Hofstaat des Königs einer Primitivwelt darin einzuquartieren. Eine Entscheidung, die Luto nicht eben glücklich machte. Mehr Raum bedeutete ein größeres Areal, das es zu schützen galt. Sie legte ihre Kutane an, eine schwarze Uniform mit türkisfarbenen Applikationen. Sorgfältig drapierte sie den semitransparenten Stoff über den Drifthäuten. Sie würde nicht so leichtsinnig sein, ihre Sinneswahrnehmungen zu beeinträchtigen. Allein bei den Farbladen gönnte sie sich ein Minimum an Eitelkeit. Die gebogenen Metallstücke, die an der Kopfhaut hafteten,
dienten nur zum Teil dazu, Lutos Dienstgrad zu zeigen, der ihr ohnehin fremd vorkam. Für diesen Auftrag hatte Zalnei sie temporär zur Sek-Exekutorin befördert. Die goldene Halbschale mit dem kräftig blauen Flammenmuster war reiner Schmuck. Klafftaut. Sie stellte sich vor, wie dieser Mann sie berührte, während sie nebeneinander im Flug lagen. Nein, da war nichts. Sie begehrte ihn nicht, und soweit sie es bei seiner zurückhaltenden Art beurteilen konnte, herrschte umgekehrt in dieser Beziehung das gleiche Desinteresse. Ihre Faszination für ihn war mit nichts vergleichbar, das sie für einen Yuan Li empfunden hatte. Am ehesten und nur ganz entfernt glich sie derart, wie sie das Militär betrachtete. Etwas Großes, Erhabenes, Unaufhaltsames, für das sie, zwar nicht auf signifikante Art, aber doch als kleiner Beitrag, von Bedeutung war. Nachdenklich strich sie über den Kombistrahler. Sie hängte die Waffe über ihre Schulter. Genug geträumt. Luto rief die Taktik-Holos am Terminal ihrer neuen Kabine auf und überprüfte die Anweisungen, die sie zur Sicherung von Klafftauts Quartier befohlen hatte, indem sie Simulationsläufe für verschiedene Bedrohungsszenarien startete, angefangen bei einer Meuterei auf der Shadows bis zu einem Enterangriff. Das hört sich alles nach einem Exposé an, das die Serien der eigentlichen Stammhandlungen weiterführen soll. Ja, weil ich ja ein Wundertierchen und kein Gastauto bin. Ja, damit haben wir den Brückenschlag ja nun auch dahin. Wie sieht das Ganze denn aus bei Exposé-Arbeiten überhaupt im Zusammenspiel? Gibt es da bestimmte Vorgaben, die du einhalten musst, oder erhältst du eine Charakterbeschreibung für Figuren, oder wie funktioniert das? Also es ist so, dass das, was am Anfang steht, ist tatsächlich den Termin zu finden. Den Termin zu finden, wann in der Serie noch ein Heftroman vergeben werden kann und wo ich Zeit hätte, den zu schreiben. Das steht ganz am Anfang. Wenn wir das haben, dann fragen die mich, wozu ich denn Lust hätte. Und in dem Fall hatte ich wirklich Lust, mal so einen knallharten Soldaten zu beschreiben, gerne auch weiblich. Also diese Luto, die wir gerade kennengelernt haben, die haben die mir auf den Leib geschrieben sozusagen. Und dann, also jetzt bei diesem Doppelband war es so, dass ich dann auch telefoniert habe, recht lange auch telefoniert habe mit dem Wim Wandemann, einem der Exposé-Autoren, wo wir so ein bisschen Ideen hin und her geschmissen haben. Und er hat dann einen ersten Entwurf von so einem Exposé geschickt. Mhm. Und da bin ich dann in der Position, dass ich da also meckern darf. Also ich darf alles sagen, was mir alles nicht gefällt. Und er hört dann zu und ändert dann in der Regel diese Sachen auch. Und bringt dann eben andere Dinge ein. Da, ja. Und dann geht dieses Exposé zu dem zweiten Exposé-Autor, die machen das dann fertig, dass dann auch die Details passen, dass dann so ein paar Häkchen auch reingepackt werden, wo die anderen Romane einhaken, also ja. Sachen, die vorher gewesen sind, da wieder aufgegriffen werden, damit man als Leser so auch eine Kontinuität spürt in der Serie, dass da also ähnliche Dinge wieder auftauchen. Dazu gehören auch Datenanhänge und Datenblätter. Und da sind eben solche Sachen drin, wie das Volk der Guali, das sind die und die Leute und die sehen so und so aus. Und da sind auch beschrieben diese Glester-Kampfroboter in dem Guanli-Datenblatt. Und die arbeiten oft gerne damit, dass die sagen, damit wir jetzt alle den gleichen optischen Eindruck haben, suchen wir uns irgendwelche Bilder aus dem Internet und hauen die da rein. Also für so Hauptfiguren, das sind oft irgendwelche Schauspieler, wo man dann ihm sagt, natürlich ist das eine Außerirdische, die hat keine Nase, sondern vier Atemlöcher zum Beispiel. Ja, aber ja. Im Prinzip sieht die so ähnlich aus wie diese Dame jetzt da. Ja. Und bei diesen Glester-Kampfrobotern, die sind offenbar aus einem Computerspiel entnommen, das ich nicht kenne, weil ich nicht in der Computerspielszene drin sind. Aber das heißt wohl Fallout. Mhm. Und das haben auch einige Fans erkannt, dass das also... Also die Reihenfolge ist so, aus Fallout ist dieses Bild, ich nehme an, dass es aus Fallout ist, wurde es genommen. Also es gibt auf jeden Fall so ein Bild in dem Exposé. Und das kriegt dann auch wieder der Titelbildzeichner, ja. Und der interpretiert das dann.
Also der hat wahrscheinlich nicht direkt bei Fallout geguckt, sondern der hat eben dieses Bild und hat dann eben daraufhin und aufgrund der Beschreibung, wie sie im Roman ist, dann eben überlegt, wie stelle ich das jetzt also gefällig dar. Ja. Aber dieser Ursprung ist offensichtlich noch zu erkennen, also da wurde ja auch schon genickt, also man kann das offenbar rausfinden, wenn man dieses Spiel kennt, dass das daher kommt. Und auch der Perry Rodan-Kopf hier, das ist ja auch, wer ist das nochmal? Oh ja, das ist eine eigene Geschichte. Also es ist Quellen Lindbergh, inzwischen. Ne? Ja, genau. Lindbergh ist es. Selbst die Pilotenkappe, die kann man hier am Rand dieses Helms auf der linken Innenseite noch erkennen. Also der Johnny Brook hat da gnadenlos in den 50er Jahren so eine Männerserie, eine Männermagazinserie, Man's Magazine hieß das Ding auch, November 56 erschienen, so in etwa. Und da war der dann genauso drauf, wie wir ihn dann später mal im Heft 19 haben sehen können. Also das Gesicht quasi, das jeder Rodan-Leser im Laufe der Jahrzehnte, darf man ja jetzt schon sagen, dann als ihn erkennt sozusagen. Man hat lange Zeit andere Personen mit diesem Bild in Verbindung gebracht. Da gab es Darstellungen, Shakespeare-Darstellungen von Richard Burton, wo er dann halt so sternenverloren nach oben schaut und man dachte dann erst, das sei die Vorlage gewesen. Also es gab eine ganze Reihe solcher Dinge. Mehrere Bücher inzwischen schon, die sich mit den Werken von Johnny Brook beschäftigen und eines davon hat das sehr ausführlich zusammengetragen. Das ist gar nicht so lange her, ich glaube 2 oder 3 Jahre ist es her. Da ist dieser Band erschienen. Übrigens auch zu einem anderen Zeichner, den Alfred Kelsner ist auch auf diese Art und Weise in einem Band entsprechend gewertet worden. Ja, also das hört sich alles sehr interessant an, wie das Ganze so vor sich geht. Das heißt, du kannst also auch offensichtlich hier per Telefon dann halt eigene Ideen eintragen oder vielleicht sogar Figuren vorschlagen, die hätte ich gern dabei oder so. Also per Telefon und per Mail und es gibt auch, also das war allerdings bei Neo noch stärker ausgeprägt, aber auch in der Hauptserie ist das so, dass die dann halt manchmal sagen, wenn jetzt nur so ein Raumschiff nur einmal auftaucht zum Beispiel oder so ein Planet taucht nur einmal auf, dann sagen die halt, dann machst du den halt so, wie du ihn haben willst, weil wir den sowieso nicht mehr brauchen. Also brauchen wir keine übergreifende Festlegung zu treffen, da der ja nur in deinen Heftromanen vorkommt. Ja. Also das ist dann auch so. Ne? Ja, du hast eine Figur auf jeden Fall aus den vorherigen Bänden übernehmen können oder sollen. Dieser Attila Le Corre. Genau. Le Corre heißt er. Oder Le Corre, wie man möchte. Also, ich sage Le Corre, aber das kann falsch sein, das weiß ich nicht. Ja, das, Sie wissen vielleicht, dass es die Heftromane auch als Hörbücher gibt. Und selbst die haben das Problem, weil ja keine Lautschrift dabei geliefert wird bei den Romantexten, dass sie gar nicht wissen, wie das ausgesprochen wird. Das fängt schon mit dem Serienhelden an, ja, Perry Rodan. Und Sie haben es schon gemerkt, ich habe es deutsch ausgesprochen, Perry Rodan. Anfang der 80er Jahre bis dahin sogar hat man immer das Englische ausgesprochen, so Anglizismen eingebaut mit Perry Rodan, amerikanische Rollen und so weiter. Und irgendwann hat man gesagt, ja, das ist aber eine deutsche Serie und so weiter. Und dann muss ja deutsch auch. Der ist deutschstämmig. Der Name kommt von Rodanus die Rhone, wo also seine Vorfahren ja eingewandert sind. So. Ja. Also man sieht, das ist doch ein bisschen komplexer, das ganze Spiel. Ja, zurück zu Attila Le Corre. Ja. Den hast du verwendet, ja. Genau. Dann hast du ihn also auch über so ein Datenblatt geschrieben oder musstest du jetzt da viel lesen dazu? Beides. Also es gab das Datenblatt, aber da das tatsächlich, wir hatten ja erwähnt, also man ist da mit relativ wenig Personal in diese neue Galaxis da gekommen. Es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, hatte ich glaube ich vorhin gar nicht erwähnt, wo dann Perry Rodan besucht wird von seinen Kumpels, aber das war für mich jetzt nicht so relevant. Also er ist mit relativ wenig Leuten rübergekommen, er benutzt auch keine Technologie, die er aus der Milchstraße kennt, sondern das, was er dort vorfindet. Also gab es relativ wenige Setzungen, aber eine der Setzungen, die es gab, war halt diese Figur Attila Le Corre oder Le Corre. Ja. So, und zudem gab es dann ein Datenblatt und da habe ich auch darum gebeten, dass ich mal genannt bekomme, was sind denn die wesentlichen Heftromane, die vorher erschienen sind, wo er aber gut dargestellt ist. Wo die Exposé-Autoren noch mit zufrieden waren und gesagt haben, das so stellen wir uns den vor.
Und da habe ich dann gleich die Rückmeldung bekommen, dass das gar nicht so relevant ist, ob die das jetzt toll fanden oder nicht toll fanden, weil die sagen, lassen ganz bewusst auch für diese Hauptnebenfiguren oder wie man das nennen will, diese wiederkehrenden Figuren in der Serie, verschiedene Interpretationen zu. Also die müssen nicht bei jedem Autor gleich sein, ja, sondern es gibt verschiedene zulässige Sichtweisen darauf. Also sie sollen natürlich wiedererkennbar sein. Ja. Aber gut, dann habe ich eben so ein paar Heftromane gelesen, wo der halt eine wesentliche Rolle spielt und habe mir da auch eifrige Notizen gemacht. Der ist nämlich ein Gestaltwandler. Also er kann sein Äußeres ändern und dabei sein Bewusstsein behalten, hat aber Zugriff auf das Bewusstsein von anderen Leuten, kann das nachbilden und bis zur Neuronalstruktur hin, sodass er auch das Gedächtnis zur Verfügung hat, dieser Person dann. Ne? Da schneiden wir jetzt einfach mal ein, denke ich mal, oder? Hast ja, du also wir machen... Textstellen doch. Ich habe hier Textstellen. So, also wir sind wieder in der Perspektive von dem Mixandrak, den wir am Anfang hatten, diesem Ingenieur auf dem Raumschiff. Der ist da also rausgekommen, ist jetzt mit Peri Rodan und Attila Lecuve unterwegs auf dem Flaggschiff der Feinde, wo wir vorhin schon waren mit der Luto. Und er hat sich da also eingeschlichen und versteht die Welt nicht mehr. Mixandrak fragte sich, ob er Teil eines bizarren Traums war, hervorgerufen durch bewusstseinsverändernde Drogen, die seine Wärter ihm verabreichten. Das beeinflusste jedoch nicht, dass er sich an die Absprache hielt. Ebenso wie Peri Rodan feuerte er seinen Paralysator auf den Gyan-Li ab, der die defekte Schleuse betrat. Das vereinbarte Klopfzeichen hatte gefehlt, stattdessen hatte Lecuve den Signalgeber betätigt, durch den an den beiden Raumanzügen rote Leuchten aufflammten, und zwar schon das vierte Mal. Wie bei den drei Malen zuvor blieb dem Gyan-Li gerade genug Zeit, überrascht die Augen aufzureißen, bevor er bewusstlos zusammensackte. Rodan sprang reaktionsschnell vor, bewahrte seinen Kopf davor aufzuschlagen und zog den schlaffen Körper neben die drei, die bereits an der Wand lehnten. Sie ausgestreckt auf den Boden zu legen, erlaubte der beengte Platz nicht. Obwohl die Innenschleuse offen stand, klopfte Attila Lecuve, bevor er eintrat. Rodans seltsames Verhalten, das merkwürdige Gespräch, das Mixandrak mit ihm geführt hatte, die fremdartigen Raumanzüge, vielleicht auch des überwältigen vier Guyaner Offiziere, vermochte Mixandrak noch in sein Weltbild einzuordnen. Erstaunliche Dinge geschahen im Universum, und so kurz vor dem katalogischen Konvent mochten sich solche Phänomene häufen. Aber wegen Lecuve bezweifelte Mixandrak bei klarem Verstand zu sein. Derzeit sah er so aus wie der dritte Gyan-Li, den sie betäubt hatten. Das war viel mehr als eine bloße Ähnlichkeit. Es war sogar mehr als die Ausprägung identischen Erbguts bei Zwillingen. Lecuve hatte exakt dieselbe Narbe, die neben dem linken Auge begann und die Wange bis zum Mundwinkel teilte. Der Gyan-Li musste sie wohl als Schmuck oder Mahnung oder etwas Ähnliches empfinden, sodass er sie nicht hatte entfernen lassen. Lecuve lockerte seine Kleidung, hockte sich vor den neuesten Fang und drückte seine Finger in das Gesicht des Betäubten. Wieder verwandelte er sich und wieder bannte das Grauen Mixandraks Blick, sodass er sich nicht abzuwenden vermochte. Lecuves Gestalt zerfloss, als würde er schmelzen. In Sekundenschnelle verschwand die Narbe, der Kopf wölbte sich etwas länglicher nach hinten, die Figur wurde korpulenter. Er stand auf und war der Neue. Rodan löste die Kutane des kopierten Gyan-Li. Mixandrak musste sich überwinden, um ihm zu helfen. Wenn Lecuve die Schleuse wieder verließ, sollte er die passende Kleidung tragen. Noch stand er still und erforschte das Gedächtnis, das ihm nun zugänglich war. So jedenfalls hatte es Mixandrak verstanden und es jagte ihm ein eklig warmes Schaudern über den Rücken. Er hoffte, dass sich die Fähigkeit dieses Mannes auf Gyan-Li beschränkte, aber er fürchtete, dass er auch selbst zu seinem Opfer werden könnte. Und dann wüsste Lecuve nicht nur alles über den kalyptischen Katalog, was Mixandrak bekannt war, er könnte sämtliche Teilnehmer des Konvents mühelos täuschen, sich als einer von ihnen einschleichen. Ich bin Yuna Todd. Eine der Farblagen verrutschte auf Lecuves Schädel. Wird er uns weiterbringen? Fragte Rodan.
Es wäre schlecht, wenn er aufwachte. Lecoure besah den halb entkleideten Gefangenen, dessen Körper sich um keine Pore von seinem eigenen unterschied. Er ist ein Offizier von einigem Einfluss, das könnte Ärger machen. Wir werden diese Guernli nicht töten, sagte Rodan fest. Er schien das Kommando zu führen. Sie sind keine Bedrohung. Im Moment nicht, gestand Lecoure zu. Rodan ließ von der Kutane ab und erhob sich. Weiß er genug über die Sicherheitsvorkehrungen für Jemburgs Quartier? Die beiden hatten allen Ernstes vor, den Kriegsoperator, ein Mitglied des Führungsgremiums der Kohäsion, gefangen zu nehmen. Dass Mixandrax inzwischen ebenfalls das für eine mögliche Entwicklung der Dinge hielt, erhärtete seinen Verdacht, unter Drogen zu stehen. Lecoure wackelte waagerecht mit dem Kopf. Obwohl Mixandrak diese Geste niemals bei den Guernli beobachtet hatte, verstand Rodan sie offenbar als Verneinung. Enttäuscht blinzelte er. Sie haben mehrere Trupps im Einsatz, um den Kriegsoperator zu sichern. Yuna Todd kommandiert nur einen davon und sie tauschen sich nicht aus. Also noch immer niemand, der alles weiß. Rodan betrachtete die vier schlafenden Gefangenen, drei entkleidet, der letzte beinahe. Lange können wir nicht so weitermachen. Vielleicht müssen wir uns mit den Informationen bescheiden, die wir haben, und einen Versuch starten. Wenn wir ihn zu fassen kriegen, kann ich ihn mit dem Generator der Dakar-Spanne hinausbringen. Das war offenkundig das klobige Armband, das Rodan unter dem Ärmel seiner zu weiten Kutane trug und dem er offenbar eine Menge zutraute. Und ich müsste das Templat wechseln und auf eigene Faust verschwinden, murmelte Lecoure. Traust du dir das zu? Fragte Rodan. Ich habe schon Gefährlicheres getan, sagte Lecoure lässig. Entweder durchlebte Mixandrak einen Drogentraum, oder die beiden standen unter dem Einfluss von Substanzen, die ihrer Ratio schlecht bekamen. Ihr redet davon, den Kriegsoperator der Kohäsion anzugehen, versicherte sich Mixandrak. Das habe ich doch richtig verstanden. Vielleicht können wir vorher noch etwas anderes probieren. Lecoure verfiel in Schweigen und starrte eine halbe Minute vor sich hin. Man hat eine Streife von Yuna Todd angefordert, berichtete er dann, vor ein paar Stunden. Dann wurde der Auftrag widerrufen und darüber ist er durchaus froh. Die Streife sollte ein anderes Quartier sichern. Offenbar ist es ähnlich geschützt wie das des Kriegsoperators, aber nicht ganz so stark. Wer wohnt in diesem Quartier? Fragte Rodan. Das weiß Yuna Todd nicht. Er hat sich nicht weiter mit der dortigen Lage beschäftigt, als sie für ihn irrelevant wurde. Vorher hat er aber verstanden, dass... Lecoure horchte in sich hinein. Mehrere Quartiere und einen Frachtraum zusammengelegt wurden. Einige Nebenausgänge sollten gesichert werden. Das hört sich so an, als könnten wir dort im Kleinen besichtigen, was uns bei Jemburg erwartet, meinte Rodan. Ein Übungsgelände sozusagen. Ja, Lecoure zögerte. Aber dieser Vorgang ist seltsam. Ein so großes Quartier hat man auf der Shadows noch nie freigeräumt. Hat das etwas mit den Sicherungen zu tun, die der andere Guernli errichten sollte, warf Mixandrak ein. Wenn er schon im Drogentraum war, konnte er sich auch aktiv daran beteiligen. Welcher? Fragte Lecoure. Es müsste der zweite gewesen sein, Mixandrak zeigte auf den Schlafenden. Wieder zerfloss Lecoure. Nein, an diese Sache werde ich mich nie gewöhnen, noch nicht einmal in einem Drogentraum. Lecoure wurde zum zweiten Guernli, was er bestätigte, indem er sagte, ich bin Clastel. Sinnend sah er vor sich hin. Er breitete sogar die Drift heute aus, als hätte er damit die relevanten Informationen aus dem Strom der Erinnerung filtern können. Mixandrak hat recht, sagte er. Clastel hat über 30 Techniker angefordert, um die Sicherung anzubringen. Bewegungsmelder, Warnbojen, Automatikstrahler. Sehen wir es uns an, schlug Rodan vor. Ich bin neugierig auf den neuen Mieter, der so geschützt werden muss. Lecoure sah Mixandrak in die Augen. Wenn sich einer der Gefangenen rührt, schieß. Auch wenn du dir unsicher bist. Es könnte sein, dass sie sich schlafen stellen, um dich in einem günstigen Moment zu überwältigen.
Wenn er schon träumte, beschloss Lixandrak, konnte er auch den lässigen Krieger mimen. Kein Problem, versicherte er. Ich bin Herr der Lage. Ja, sehr schön. Machen wir Pause. Wenn du ja einen brauchst, dann. Ja, sagen wir schon runter. Nein, das nicht. Also, wir machen ein Bäuschen. Es gibt Geschenke, obwohl noch gar nicht Weihnachten ist, aber wir sind ja schon in der Adventszeit. Nämlich die Kugelschreiber und die Postkartensets, die da auf dem Tisch liegen. Und wir haben hier noch Infohefte über Perry Rodan und über die Silberbände bei Perry Rodan und über alles mehr. Also wir haben viele Infohefte, wir haben Kugelschreiber und wir haben Postkartensets. Die Bücher sind nicht zu verschenken, aber käuflich zu erwerben. Christopher freut sich. Er hat auch echte Raritäten da stehen. Zum Beispiel Zorn, dieser Battletech-Roman, den gibt es gar nicht mehr. Also der ist beim Verlag ausverkauft, bei den großen Händlern auch ausverkauft. Christopher hat seine Quellen, also der hat diesen Roman da noch stehen. Und auch die anderen, die wir vorhin kurz angesprochen haben, stehen alle da, können alle signiert und erworben und alles werden. Also, und wir machen 10 Minuten oder so, oder 4 Stunden. Also sagen wir mal 10 Minuten, dann machen wir weiter. Und dann gehen wir zum Leitbringer, über da geht's fröhlich. Ich kann vielleicht mit einem Werbeblock anfangen. Also hier mit diesem hier, der Norbert hat ja darauf hingewiesen, dass es so ein Science-Fantasy-Roman, also richtig. Das ist für Leute, die gerne mitknobeln. Da geht es um ein großes Welträtsel, wo man mitraten kann. Also da leben die Menschen in einer Welt, wo Tag und Nacht so langsam wechseln, dass man immer mit der Nacht mitlaufen kann. Die müssen in ewiger Nacht laufen und die Graue macht sorgt dafür, dass die auch immer weiterlaufen. Werbeblock Part 2, das hier ist eine ganz epische Geschichte, erster Teil. Also Fanta ist dieser Roman, da gibt es noch Knecht und Herr. Also eine ganz epische Fantasy-Story mit großen Schlachten, finsteren Typen und die allerfinstersten sind hier. Spielt in der gleichen Welt, das ist also Schattenkult, das steht aber für sich allein. Und wer also an der Abbaukante sein möchte, was so das Neueste ist, was so erscheint, das ist eben Rotes Gold. Diese Fantasy-Söldner-Saga, der erste Teil ist erschienen und der zweite kommt dann im Januar. Und das hier ist das Ultra Rare, du hast noch 3, glaube ich, ne? 3 liegen hier noch, also den gibt es ansonsten neu eigentlich kaum noch bis gar nicht mehr. Zorn, der zweite Teil von Battletech, wie man sich denken kann, etwas militärisch angehauchte Science-Fiction ist das. So, aber zurück zu Perry Rodan. Hast du noch eine Frage? Ja, du hast ja jetzt mal eine, sag mal, vorgegebene Figur aufgegriffen in deinem letzten Leseabschnitt. Du hast ja auch gesagt, dass du eigene Ideen einbringen konntest. Hast du denn auch eigene Figuren jetzt dazu gebracht? Also diese Luto, diese Gyanli-Offizierin, das ist eine Figur, die erstmalig in meinem Roman auftaucht. Die ist mir ja so auf den Leib geschrieben worden. Und dann gibt es noch so eine Figurengruppe, würde ich jetzt sagen. Also so Mechaniker sind das. Die Wutuloxo. Und die Wutuloxo muss man sich so vorstellen, dass die einen würfelförmigen Körper haben. So hoch. Der halt auf 4 so Elefantenbein steht und dann kommt so ein Geierhals daraus und so ein Kopf mit Schnabel ist da so vorne dran. Und ja, meine ganz borkige Haut. Und da wurde dann im Manuskript in so einem ganz kleinen Satz wurde gesagt, so ab und zu knackt das dann auch mal, wenn die sich bewegen. Und die tauchen das erste Mal auf in dem Roman vor meinem, also 2883, der heißt, glaube ich, auch Der mechanische Orden, von Leo Lukas, einem Autor aus Österreich, der im Hauptberuf Kabarettist ist. Und da konnten wir uns richtig austoben. Da haben wir also schön Mails hin und her geschrieben, wie knackig, krachig und so weiter, wenn man da, was für Adjektive man da verwenden kann für die Armbewegungen der Wutuloxo. Da hatten wir viel Spaß dran. Also das hat uns gut gefallen und die haben wir sozusagen zusammen entwickelt. Dieses Volk, dieses außerirdische Volk, das taucht also vorher, wurde in den vorherigen 2882 Bänden sträflich vernachlässigt und dem mussten wir jetzt also zur Ehre verhelfen. Ja.
Wie weit gingen denn da eigentlich die Freiheiten in der Entwicklung von irgendwelchen Volksgruppen, jetzt in dem Beispiel, oder eigenen Charakteren? Kannst du dich da frei bewegen oder musst du trotzdem noch bestimmte, sagen wir mal, Spielregeln einhalten? Die entscheidende Frage ist immer, ob die Exposé-Autoren vorhaben, das nochmal zu verwenden. Und wenn das so ist, dann haben die in der Regel immer schon so gewisse Vorgaben dafür gemacht, die aber jetzt auch letztlich immer so zwei Absätze oder sowas sind, also ist jetzt auch nicht so detailliert. Und wenn sie jetzt eine Figur haben, die jetzt eben nicht zur weiteren Verwendung vorgesehen ist oder auch eben einen ganzen Planeten oder ein Raumschiff oder, dann schreiben die eben nur rein, das und das ist der Zweck, den die in der Handlung erfüllen müssen. Also zum Beispiel der Mixandrak, dieser Tiofore, dem wir jetzt so ein bisschen gefolgt sind, den wir in zwei Szenen hatten, da haben sie halt gesagt, ja, der stand kurz im Exposé drin, aber da stand, glaube ich, nur der Name und so ein paar wesentliche Informationen, die der überbringt. Aber dass der jetzt der Chefingenieur ist, dass der auf dem Flaggschiff, dass da zerschossen wird, fliegt oder irgendwie sowas, das stand da alles gar nicht drin. Ne? Also das sind so Sachen, die ich da mache. Da müssen wir also mal auf. Was auch schon im Peri-Rodam-Forum aufkam, also es kam ja diese ganz kurze Erwähnung, finde ich vielleicht direkt, wenn er da über seine Lehrlinge da spricht, finde ich jetzt natürlich nicht. Wo habe ich es? Ja, also wenn er über seine Lehrlinge spricht, dann sagt er, die waren zupackend, ohne Hemmungen einen Grästadim-Spanner selbst in die Hand zu nehmen und in die Eingeweide eines Aggregats zu kriechen. Eine Frage, die Leserschaft bewegt, ist, was ist ein Grästadim-Spanner? Also das kam jetzt auch in dem Forum, ob ich das nicht mal erläutern könnte, was das für ein Werkzeug ist. Und das weiß ich natürlich nicht, weil ich wollte nicht einfach irgendein Werkzeug schreiben, ich wollte irgendeinen griffigen Begriff verwenden und habe mir dann eben irgendwas ausgedacht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass einer meiner Kolleginnen oder Kollegen dieses Werkzeug aufgreift und dann ausgestaltet. Das könnte passieren. Also das kann sein, dass die diese Sachen eben dann mitnehmen, aber bei dieser speziellen Geschichte vermute ich eher, dass die jetzt in der Versenkung verschwinden wird und nicht mehr erwähnt wird. Das ist ja interessant. Du hast ja eben gesucht nach einer Textstelle und so, und vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum findet er in seinem eigenen Roman eine bestimmte Textstelle? Das kann ja gar nicht sein. Er hat ihn geschrieben, klar, aber er hat ihn nicht gesetzt. Also er könnte jetzt nicht in dem Heftroman suchen nach der passenden Passage, ohne da sich jetzt neu orientieren zu müssen, sondern er hat sie ja in seine Manuskriptform gehabt, also 1800 Zeichen pro Seite und so weiter. Also das ist eine ganz andere Nummer. Das sind dann nur noch die Ausdrucke für den Vortrag. Also wenn er da sucht, dann ist das eine ganz normale Sache. Und nicht, weil er seine eigenen Dinge nicht kennt. Das mal nur zur Zwischenerläuterung. Ja, der Leitbringer ist der nächste Band. Mhm. Den gibt es noch nicht. Das heißt, was wir gleich hier hören, ist also eine kleine Uraufführung, wenn man so möchte. Denn auch das Hörbuch dazu erscheint erst an dem gleichen Erstveröffentlichungstag wie auch der eigentliche gedruckte Band. Mhm. Dann würde ich einfach sagen, ohne die Leute weiter auf die Folter zu spannen. Also ich denke, die sind schon total auf der Folter, weil die gedacht haben, Mensch, jetzt müssen wir mal was hören, was der Peri-Rodam selber so treibt. Das habe ich vorausgesehen und deswegen diese Textstelle ausgesucht. Okay, also aus der Leitbringer. Die Gyan-Li haben hervorragende Kanoniere, dachte Peri-Rodam anerkennend. Er hatte den Eindruck, im Innern einer Sonne zu schweben. In Wirklichkeit saß er im kühlen Pilotensessel der Odysseus. Das Cockpit war jedoch transparent geschaltet, Holographien überlagerten die rückwärtigen Wände mit den Aufnahmen der Außensensoren. So schien es, dass zwei Sitze, neben seinem auch der Pneumosessel, den der Tiofore Mixandrak belegte, umgeben von Steuerungsholos im All schwebten. Und das All bestand aus dem Feuer der Gyanen-Geschütze. Rodam öffnete den Bordkanal. Zweitmechanikerin Yurukao, bitte ins Cockpit. Der Angreifer ist identifiziert, meldete die weibliche Stimme des Bordrechners emotionslos. Das Bild einer langgezogenen Walze, die vor dem wolkenumhüllten Planeten trieb, erschien links vor Rodam. Die Kennzahlen wiesen eine Länge von 700 Metern aus,
Also hatten Sie es mit einer kleineren Einheit der Angriffsflotte zu tun. Wir müssen fliehen, schrie Mixandra. Sie haben uns entdeckt! Leider verfügte der Sessel über keine Vorrichtung, über die Rodan ihm ein Beruhigungsmittel hätte injizieren können. Also musste er den Tiefuhren ablenken, während er die Odysseus herumzog und aus der Umklammerung der Wrackteile löste. Was weißt du über diese Schiffe? Fragte er. Mixandrak schnaubte durch die Atemöffnungen, die sein Gesicht so aussehen ließen, als hätte ihm jemand die Nase abgeschnitten. Sindar-Klasse, genug Feuerkraft, um eine Stadt einzuäschern. Sehr gut. Gut? Kreischte Mixandrak. Was ist denn daran gut? Ich hoffe, Sie beweisen einmal mehr Ihre Zielgenauigkeit, erklärte Rodan. Ich muss nur unseren Schutzschirm ein wenig drosseln. Drosseln? Ich hoffe, mein Translator hat eine Fehlfunktion. Rodan schmunzelte. Er trug wieder die Gyun-Li-Langzeitmaske und die entsprechende Eto-Folie. Auch ohne Translator sprach er fließend ein Lied. Sieh genau hin. Rodan nickte zum Abbild des Feintraumers. Die Odysseus ließ das Wrack hinter sich. Die Gyun-Li feuerten Orientierungsminen. Bei einem Schiff mit konventioneller Hülle hätte das sicher zum Erfolg geführt. Das Luzidit der Odysseus jedoch bog das Licht. Mit einer intensiven Analyse konnte man die verlängerte Signallaufzeit ermitteln, aber bei den raschen Manövern in einem Raumgefecht erhielt man so nur Daten, die eine unendlich weit, vielleicht sogar eine volle Sekunde, zurückliegende Vergangenheit beschrieben. Denkt euch etwas anderes aus, murmelte Rodan und schraubte das sichelförmige Raumschiff dem Planeten entgegen. Du ermutigst sie auch noch, rief Mixandrak. Sie hören mich ja nicht, wiegelte Rodan ab. Seinen Rat befolgten sie dennoch. Materiewerfer füllten Kubikkilometer um die Sonden herum mit Staub. Zwar lag ihr Suchgebiet etwas abseits, aber Rodan lenkte die Odysseus mitten hindurch. Das Schiff erzeugte unübersehbare Verwirbelungen. Der gegnerische Kanonier enttäuschte Rodan auch diesmal nicht. Sofort erfassten die Energiewerfer die Odysseus. Ringsum flackerte grünes Licht. Mixandrak schrie unartikuliert. Nicht nervös werden, empfahl Rodan. Das Holo des Gyun-Li-Schiffs zeigte Explosionen rund um die Ausbuchtungen, in denen die Waffensysteme saßen. Mixandrak setzte sich auf. Kommt uns jemand zur Hilfe? Ja, die Physik, meinte Rodan trocken. Innerhalb des Paratrons schützt uns ein Inverter. Er wirft die auftreffenden Energien auf ihren Ursprung zurück. Ja, aber dann... Mixandrak scheiterte an dem Versuch, sich die Konsequenzen zu erschließen. Sie treffen sich selbst. Je stärker sie feuern, desto mehr schaden sie sich. Es sei denn... Was? Rodan flügte durch die obersten Atmosphärenschichten. Ionisiertes Gas zeichnete die Form der Odysseus nach, einen Bogen von 220 Meter Länge, an der Backbordspitze ergänzt von einem 80 Meter messenden Stange, die das Lipa-Triebwerk beherbergte. Insgesamt so etwas wie eine Sichel mit Griff. Es sei denn, unser Inverter überlastet. Und was dann? Schrie Mixandrak. Dann explodieren wir. Schlicht! Protestierte der Tiefuhren. Ganz schlicht! Ich verstehe deinen Standpunkt. Der Selbsterhaltungstrieb ist etwas sehr Natürliches. Und was ist mit deinem? Ich sagte doch, erinnerte Rodan, nicht nervös werden. Eine weitere Salve warten wir ab. Aber wieso? Rodan war ausreichend mit tiefuhrischer Mimik vertraut, um an der Art, wie Mixandrak ihn anstarrte, zu erkennen, dass er ihn für wahnsinnig hielt. Entschuldige, bat er, ich muss mich jetzt konzentrieren. Rodan fuhr den Paratronschirm wieder hoch. Er flog einen maßvollen Ausweichkurs, der die Luft noch deutlicher ionisierte und ihnen einen Feuerschweif verschaffte. Gleichzeitig programmierte er den Trugwerfer. Na los, traut euch. Du bist, stammelte Mixandrak. Rodan hörte die Tür zur Kommandohemisphäre aufgleiten. Ein Geräusch wie von Schrauben, die in einem Blecheimer rasselten, erklang. Mit leichter Verzögerung übersetzte der Translator: Gibt es Probleme? Alles im Griff, Yurukao. Hast du alles vorbereitet? Ich habe es dabei.
Gut, aber ich muss mich konzentrieren. Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Wofür? Fragte die Vutoloxo. Anscheinend zum Sterben, rief Mixandra. Unsinn, versetzte Rodan. Für die Landung. Landung? Mixandrak sprang auf. Du willst landen? Oh, das ist unser Plan, erinnerte Rodan. Aber wir sind doch aufgeflogen, schrie Mixandrak. Die Girlie orten unser Peilsignal. Deswegen bin ich hier, Zweitmechanikerin Jurokao wuchtete ihren würfelförmigen Körper in ihr Blickfeld. Unter dem an einem dünnen Hals vorragenden Kopf hielt sie einen durchsichtigen Behälter mit einer grauen Substanz. Wir haben das Neurokrill isoliert. Gute Arbeit, lobte Rodan. Sendet es noch? Ja, das ist auf molekularer Ebene programmiert. Aber wie vermutet, können wir es dämmen? Hier, mit einem ihrer erstaunlich flexiblen Finger zeigte sie auf ein blaues Schaltfeld am Behälter. Gut, das sollten wir bei nächster Gelegenheit tun, meinte Rodan. Ich denke, wir haben unsere Absicht deutlich genug gemacht. Aber wir müssen doch... Alexandra schrie auf und fiel in seinen Sessel zurück. In früheren Zeiten hätte man das, was sie traf, als formidable Breitseite bezeichnet. Überall loderten Explosionen, rot, orangefarben und grün. Die dünne Atmosphäre reichte aus, um einen Grollen wie von einem Gewitter in einem engen Talkessel zu übertragen. Jetzt! Rief Rodan Jurokao zu. Er aktivierte den Trugwerfer. Den Ortungsgeräten der Gyanli bot sich das Bild eines explodierenden Schiffs von Masse und Form der Odysseus. Scheinbar flogen die Trümmer in alle Richtungen davon. In Wirklichkeit passte sich der Bewegungsvektor der Tiuforenjacht der vorherrschenden Windströmung an. Während über ihr scheinbar das Chaos tobte, trieb sie mit minimaler Verdrängung abwärts. Sie... stammelte Mixandra. Wir! Rodan beobachtete die Entfernungsmesser. Eine winzige Kurskorrektur, vorgenommen durch mechanische Klappen am Steuerbordflügel, stellte sicher, dass sie nicht mit einem aufragenden Berggipfel kollidierten. Wir leben und die Gyanli feiern einen Abschuss, stellte Rodan fest. Alle sind glücklich. Tatsächlich ortete er keinen Beschuss mehr. Offenbar besaß Jurokaos Behälter auch eine Antigrafeinheit, denn er schwebte zu Rodan herüber. Energetisch tot und durch die Luzidithülle optisch getarnt, verlor die Odysseus gemächlich an Höhe, während sie vom Ort des Geschehens forttrieb. Sehr schön. Ja, ein kleiner Ausblick schon mal, zumindest in eine Passage. Versuchen wir mal was anderes. Hat jemand von Ihnen Fragen zu Rodan oder eben an Robert Korvus? Die Spoilern zu sehr. Die Spoilern zu sehr. Ich warte, bis du was mit den Fragen. Aber die nichtigste aller Fragen. Wann hast du die Romane geschrieben? Wie lange ist das her? Wie viel Vorlauf muss da sein? Also ungefähr 6 Wochen, seit ich die abgegeben habe. Das ist wenig. Naja, also die müssen ja dann... Ja, also ich finde es auch wenig in dem Sinne, dass das Hörbuch noch kommt. Das finde ich erstaunlich. Aber ansonsten machen die halt das Lektorat, das Korrektorat und dann kommt es dann auch. Ne? 6 Wochen. Ungefähr. Diese Zeiten, die sind im Laufe der Jahre immer kürzer geworden. Das liegt aber eher an den... sagen wir Informationswegen, die man inzwischen hat. Ne? Und das war früher viel mit Post und hin und her schicken und Skripte und so weiter. Also vor diesen 6 Wochen hatte ich nochmal 4 Wochen, um die zu schreiben. Ja. Also das ist 4 Wochen Schreibzeit und dann 6 Wochen. Welchen Umfang hat das Exposé? Wie viele Blätter? Das ist mit allem Schnipp und Schnapp, also mit diesen Fußnoten, Erläuterungen zur Technik und so weiter, ist das etwa ein Drittel von dem Umfang, den der Heftroman nachher hat. Viel lesen zu viel. Aber es bleibt auch nicht alles. Ich meine, bei den Gastautoren, also, denke ich mal, wird das ein bisschen mehr sein. Nein, oder? Ich bin ein Wundertier. Ja, einfach so. Also die
die Exposé-Autoren treten mit dem Exposé auch den Beweis an, dass man diese Geschichte erzählen kann. Was bedeutet, dass sie einen vollständigen Handlungsfaden für den Roman vorschlagen. Also sogar schon mit Kapitelstruktur. Was aber nicht heißt, dass man es dann so macht. Also das wird auch nicht als positiv gesehen, wenn man es so macht. Also das ist, der Frank Borsch hat das mal gesagt, wir suchen jetzt nicht unbedingt Leute, die jetzt getrimmt sind auf Malen nach Zahlen, ne? Sondern das ist halt ein Weg, wie sie halt zeigen, man kommt von dem Punkt A, wo der vorherige Heftroman aufgehört hat, zu Punkt B, wo der nächste anfangen wird. Da kann man hinkommen, das geht. Also das ist, wenn man die und die Kapitel zum Beispiel macht, dann kommt man da durch, dann hat man alle Informationen, die wir bringen wollen, in diesem Heftroman auch gebracht und man kommt ans Ziel. Und das gehört so mit zu der Kunst bei dieser Peri-Rodan-Schreiberei, dann eben sich zu überlegen, was ist jetzt wirklich Herz und Seele dieses Romans, was wirklich passieren soll und muss und kann und was sind Sachen, die halt auch beliebig anders gelöst werden können. Und das war zum Beispiel jetzt bei der Leitbringer erheblich anders. Also der ist erheblich anders geworden, als zumindest der erste Exposé-Entwurf geworden ist. Das habe ich denen aber schon angedroht. Und dann haben sie also ihren Pfad da reingeschrieben, wie man da von A nach B kommt. Und dann war ein Absatz drin, wo dann im Prinzip drin stand, das kann übrigens auch ganz anders sein, nämlich so und so, also ganz kurz, was dann auch das ist, was ich ihnen am Telefon erzählt hatte. Und so ist es dann auch umgesetzt. Also da ist man dann einmal weniger eingedrungen in die feindliche Stadt und so weiter. Dafür wird mehr geknallt und so. Also das ist dann schon absolut möglich. Sie müssen ja, was noch ein weiterer Aspekt ist, die müssen ja nicht nur zeigen, dass man überhaupt vom Inhalt her von A nach B kommt, sondern auch, dass das in der Länge von einem Heftroman passt. Das muss ja auch bewiesen sein. Ja? Also wenn die jetzt sagen, irgendwie dann da völlig rumschwurbeln und dann 1000 Informationen an 70 verschiedenen Handlungsschauplätzen bringen, dann ist klar, dass das muss mehr als ein Heft werden. Ne? Also das ist für die auch so ein bisschen, neudeutsch würde man sagen, Proof of Concept, dass das funktioniert. Wie weißt du am Anfang, dass du mit 60 Seiten hinkommst? Ich mache aus dem, das Exposé, das übersetze ich in einen Szenenplan, wo der für mich ist, also das ist mein Durchlauf dann, wo ich dann sage, so komme ich, also ich komme von A nach B auf diese Art und Weise. Und da habe ich einfach inzwischen die Erfahrung, dass ich halt weiß, ich brauche für eine Szene im Schnitt so und so viele Seiten. Das sind bei Peri-Rodan weniger als bei den Romanen, weil bei Peri-Rodan die Schnitte schneller sind. Und kann da dann auch hochrechnen und kann dann sagen, da komme ich dann hin. Und was mir da sehr wichtig ist, dass ich genug Raum habe für das Ende. Das ist nämlich der Super-GAU, wenn man jetzt da irgendwie ans Ende seiner Schreibzeit kommt und feststellt, der Roman hat schon 100 von den 120 Normseiten, die er haben sollte und ich bin jetzt gerade auf ein Drittel von dem, was ich erzählen sollte und dann macht man Holter die Polter irgendwie fertig. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Das ist mir bis jetzt auch immer gelungen, dass ich eben nicht so ein überhastetes Ende dann dahin klatschen muss. Das finde ich immer sehr bedauerlich. Also wenn ich merke, ich habe einen Szenenplan, der zu voluminös ausgefallen ist, dann probiere ich den in der Mitte zu kürzen und nicht am Ende zu kürzen. Ja, ich meine mich an Romane zu erinnern. Ich kann jetzt keinen Titel nennen, wo das Holter die Polter ging. Ja, das gibt es. Das gibt's. Und das ist natürlich nicht schön und nicht Ziel der Sache und sowas, aber das, dem kann man zumindest mal ein bisschen vorbeugen, indem man diesen gesamten Roman sich einmal vorher aufmalt für sich. So. Und das mache ich auch. Also das funktioniert dann auch ziemlich gut. Und das war auch zum Beispiel bei der Stardust-Serie, kann ich mich erinnern, da hatte ich auch einen Doppelheftroman, wo aber zwei Handlungsstränge drin waren. Einer um die Admiralin und einer um Peri-Rodan. Und der von Peri-Rodan war der wichtige für den Fortgang der Miniserie. Und der andere war actionreich, aber nicht so wichtig. Da kam es nur auf das Ergebnis an. Und da habe ich das auch tatsächlich dann gemacht, dass ich nach meinem Szenenplan über weite Strecken einfach immer den Rodan-Strang weitergeschrieben habe, auch wenn im Heftroman die abwechseln. Im fertigen Roman, weil ich dann genau wusste, ich habe die wichtigen Sachen drin, weil das der Rodan-Strang war und konnte die anderen dann so ein bisschen atmen lassen. Also konnte dann einen weiteren Raum in dem Raumschiff, das da erkundet wird, intensiv beschreiben oder einfach nur durchqueren. Also so, dass es dann nachher gepasst hat. Also gibt es die verschiedensten Tricks dazu. Jeder hat da sein eigenes Rezept.
Aber dieser Robert, hat eben dafür gesorgt, dass wir in dem ersten Band dann kein Glossar am Ende hatten. Bestimmt, ja. Also er hat doch überlegen. Ja, aber erlaubt überlegen. Also man darf, das hängt bei Perry Rodan ab von davon, ob es ein gerader oder eine ungerade Heftromannummer ist. Und bei den geraden, also zum Beispiel 2884, da gibt es eben so Beilagen, die sind optional. Das heißt, man darf da auch mit dem Segen, ohne dass einem irgendjemand böse ist in Rastatt, darf man bis zu 200.000 Anschläge machen. Aber bei den Ungeraden sind die Beilagen nicht so optional und deswegen brauchen die Platz und darum muss man da wirklich mit Schlag 180.000 fertig sein. Was auch dazu geführt hat, dass einige Informationen, die im Exposé für 2885 standen, jetzt schon in dem vorherigen Roman eingebaut sind, damit ich mehr Platz für andere Dinge habe in dem zweiten. Aber das ist alles völlig okay. Also das ist jetzt nichts, wo die sagen, jetzt aber auch anders machen können, sondern da sind die schon, also das ist, machen andere auch und das ist auch völlig in Ordnung. Handwerk halt. Ne? Schreiben kann nicht jeder. Ne? Das kann man lernen, klar. Aber wenn es dann ums Umsetzen geht, da ist viel Erfahrung erforderlich. Ist nicht umsonst so, dass viele Autoren erst mit Kurzgeschichten oder Storys anfangen, in irgendwelchen Sammlungen auftreten und sich immer weiterentwickeln. Und es sind natürlich schon einige große Schritte gegangen in seiner Entwicklung. Ja, das liegt auch ein bisschen daran, ich sehe eben super aus, aber deswegen vermutet man gar nicht, dass ich schon so alt bin. Das kann man nicht lernen. Hat man nicht. Ja, ja. So. Kann mal einer ein paar Fotos von uns machen, wir sehen ja beide super aus. Was trinkst du? Ja. So. So ein bisschen. Ja, ah, schön. Ganze machen, wenn wir hier am Quaseln sind, genau. Dann geht das nicht so. Das ist so gestellt auch. Ne? Ja. So. Zurück zum noch Ausfall. Eine Frage. Hat noch jemand eine Frage? Ich habe noch eine Frage. Ja. Auf die Masse? Lesen Sie denn? Die Masse? Ja. Die Masse aus? Nein, die sind ne? Anonym. Lesen Sie denn aktuell auch noch immer die Perry-Roden-Romane? Und Teil B von der Frage, wenn man denn so selber einen Roman schreibt, hat man dann mehr Einblick in das, was ja demnächst noch passiert und kann dann auch schon mal so also, ein bisschen vorher, also das, was noch nicht offiziell verfügbar ist, lesen. Also ich lese nicht permanent mit, sondern sehr gezielt, wenn ich dann wieder was schreibe, dann habe ich eben die Nachfrage Attila Legoro, wo taucht er auf? Und dann besorge ich mir diese Heftromane. Ich kriege die elektronisch direkt vom Chefredakteur, der niemanden hat, der die für ihn raussucht. Also muss er die für mich raussuchen und mir schicken. Und ich fordere jeden Tag einen anderen. Nein, also ich habe natürlich schon gesammelt und dann schickt er mir die als Datei und ich kann die lesen. Und ich bekomme dann, wenn klar ist, dass ich da wieder was schreibe, fortlaufend die Exposés, also diese Verhandlungsvorgaben für die Romane bis zu meinem, der dann kommt. Also weiß ich das schon etwas vorher als die anderen. Und natürlich ist es auch so, dass die mir ein paar Sachen sagen, zum Beispiel gerade bei Lecora haben sie mir gesagt, wo sie die Figur hinentwickeln wollen. Das hängt aber davon ab, ob die das voraussehen, dass das für mich eine gute Information wäre. Oder dass ich darauf komme, das selbst zu fragen. Ich habe mal dem Klaus Frick, was dieser Chefredakteur ist, dem habe ich gesagt, Mensch, du könntest mich doch auch in den Verteiler nehmen für die Autoren, dann könnte ich das immer mitlesen und mir dann selber diese Informationen suchen. Und da hat er nicht drauf geantwortet. Und dann habe ich das noch ein zweites Mal in einer anderen Mail geschrieben, da hat er nicht drauf geantwortet. Und dann habe ich das noch mal ein drittes Mal anklingen lassen, hat er auch nicht drauf geantwortet. Und ich glaube, das war dann auch eine Antwort. Also ich bin nicht in diesem, die haben so einen Mailverteiler, wo das eben genau rumgeschickt wird, genau solche Sachen. Wie geht's weiter? Und auch alle Exposés und alle Manuskripte, bevor sie halt veröffentlicht werden. Aber da bin ich nicht drauf, also das kriege ich nicht. Denn ich bin ja kein Teamautor, sondern ein Wundertierchen. Richtig. Genau. Ja. Ja, prima. Ich denke, die nächste Textstelle, wenn nicht schlecht. Ja, genau. Also eine Textstelle habe ich noch. Die ist auch kürzer als die anderen. So, jetzt müssen wir nämlich mal hier, also der Kai Meier, also manchmal habe ich so Weisheiten von Autorenkollegen, die mich dann so durch mein Leben begleiten. Und Kai Meier, der hat geschrieben Das Wolkenvolk, so eine Reihe, die in China spielt.
Und er meinte, sehr weise, wie ich finde, wenn in einer Geschichte die größte Schwertkämpferin Chinas mitspielt, da muss die mit ihrem Schwert irgendwann auch mal was abschneiden. So, das finde ich auch. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn ich jetzt hier so eine knallharte Soldatin habe, da muss sie irgendwann auch mal in den Einsatz. Und diesen Einsatz, den macht sie da auf Tiu, der Heimatwelt der Tiuforen. Ich hatte ja eingangs mal kurz erwähnt, dass diese Tiuforen dazu neigen, ihre Gegner oder ihre unterdrückten Völker zu demütigen. Auf Tiu machen sie das, indem sie diesen Planet mit Müll voll kippen. Also sie fliegen wirklich mit riesigen Raumschiffen von überall her Müll an und kippen das über den Planeten ab. Sprich, dieser ganze Planet ist voll mit Müllhalden, außer den Städten, die die Yuan Li selbst bewohnen, die sehen so aus mit solchen Kuppeln. Ja, also das, aber rundherum ist dieser ganze Planet eine einzige Müllhalde. Also die Tiuforen müssen im Müll leben. Es gibt aber auch einen tiuforischen Widerstand, der mit Peri Rodan gemeinsam agiert. Und Luto ist in ihrer Fähre unterwegs, gemeinsam mit Klaftaut, ihrer Schutzperson. Und Klaftaut neigt aber, was ihr als Beschützerin überhaupt nicht passt, dazu immer unpassend aktiv zu werden. Das gefällt ihr überhaupt nicht. Sie hat lieber selbst die Initiative. Also sie fliegen jetzt über dieses auf dieses Kampfgebiet zu. Die Befehlsübermittlung durch Leuchtsignale gelang nur mäßig, aber Luto verspürte kein Verlangen danach, Melder abzusetzen. Sowohl ihre Kampfroboter als auch ihre Soldaten waren für Klaftauts Schutz da, nicht um sich im Müll mit Tiuforen zu prügeln. Es war eine Schande für die Truppen des Municipiums, dass sie sich in dieser Angelegenheit so schwer taten. Es besteht eine Möglichkeit, den Störsender zu unterlaufen, meldete der Schiffsrechner der Landefähre. Durch Aufmodulation von, keine Einzelheiten, schnitt Luto die Erläuterung ab. Informier alle Einheiten per Leuchtzeichen darüber, wie sie ihre Empfänger einzustellen haben. Ein Rufsignal zeigte an, dass Klaftaut sie zu sprechen wünschte. Sie ignorierte es. Sicher wollte er ihr befehlen, zu landen und zum Ursprung des Peilsignals vorzudringen. Das hätte sie ohne Zögern getan, aber sie ahnte, dass er selbst den Stoßtrupp würde begleiten wollen und seiner direkten Order hätte sie sich nicht widersetzen können. Kanal zur Chardrus öffnen, verlangte sie. Meine Kennung senden, Bereitschaft einfordern. Im Müll zog sich der Großteil der Guianen Truppen nach Norden zurück. Wenigstens verstanden sie etwas davon, ihre Flanken zu schützen und eine Nachhut vernünftig einzusetzen. So gewann die Kolonne einen Abstand von einem Kilometer zum Wrack. Nicht alle Einheiten befolgten ihren Befehl. Manche Kampfgruppen verbissen sich in die Tiuforen, sprengten sie wie Nager aus den Tunneln unter dem Abfall. Die Statusanzeige verriet, dass sich der Schirm im Heckbereich der Fähre seinem Belastungsmaximum näherte. Wer immer diesen Beschuss koordinierte, verstand etwas vom Soldatenhandwerk. Sicher war er kein Tiufore, ebenso wenig wie die Piloten der mobilen Geschützplattformen. Die Datenbank der Chardrus identifizierte sie nach Mustervergleich als Wutu Loxo, Angehörige eines eigentlich friedlichen Volks, vernarrt in Leitungen und Nieten. Nun ja, jede Population brachte einige Tapfere hervor. Pluto hätte diese Plattformen abschießen können, aber das hätte zu einem Rückzug der Rebellen geführt und die Lösung des Problems hinausgezögert. Funknetz steht, meldete der Bordrechner. Gefechtskanal öffnen, befahl sie. Hier spricht SEC-Exekuteurin Luko. Ich übernehme das Kommando. Alle Einheiten lösen sich augenblicklich vom Feind und ziehen sich nach Norden zurück. Sammelpunkt, 2 Kilometer nördlich des Wracks, bei den beiden eng zusammenstehenden Ruinen. Bestätigung unnötig. Befehl sofort ausführen. Ihre Ansprache zeigte Wirkung, aber nicht überall. 5 Einsatzgruppen setzten ihre Jagd auf die Tiuforen fort. Möglich, dass sie Verluste erlitten hatten und diese jetzt rächen wollten. Bei Zivilisten waren solche Regungen verständlich, bei Soldaten dagegen unentschuldbar. Soldaten befolgten Befehle. Sie betrachtete das Rufzeichen. Klaftaut verlangte noch immer, sie zu sprechen. Hätte sie nicht die Bordkommunikation auf Gefechtsmodus gestellt, hätte er die Verbindung wohl erzwingen können. So aber
konnte sie ihn weiterhin ignorieren. Das erleichterte ihr, entsprechend ihrer Order zu handeln, jedenfalls so, wie Luto sie auslegte. Klafftaut war nicht Teil der militärischen Befehlskette, er bekleidete keinen Rang. Luto hatte ihre Befehle direkt vom Kriegsoperator erhalten und dessen Priorität war unmissverständlich, Klafftaut schützen. Erst danach ging es darum, die Launen dieses seltsamen Ehrengastes umzusetzen. Der Gedanke an Klafftaut jagte einen Schauder der Ehrfurcht über Lutos Rücken, aber sie drängte die Regung zurück. Manchmal musste man eine Schutzperson vor sich selbst schützen. Sie sah auf die Einheitsanzeige. Die Trupps, die ihren Befehl befolgten, waren nun weit genug von den Rebellen entfernt. Bei den anderen handelte es sich um so schlechte Soldaten, dass man ihren Verlust nicht bemerken würde. Schadruß, wandte sie sich an das Flaggschiff. Orbitalbeschuss, jetzt! Ja, herzlichen Dank für die Einblicke auch schon in den folgenden Band, der erst am kommenden Freitag seine Erstveröffentlichung hat. Du hast eben mal das Titelbild angesprochen von Der Leitbringer. Da gibt es im Forum einen richtigen Thread zu, wo man dieses Titelbild hart diskutiert, würde ich es mal vorsichtig umschreiben. Da gibt es dann die Puristen, die sagen, das ist ja links und rechts ist die Kuppel abgeschnitten. Der nächste sagt, was soll denn dieser Beschussstrahl da drauf? Das Bild funktioniert auch ohne und so. Also das geht da heiß und her. Das ist ein sehr interessanter Abschnitt, den man dort in dem Forum vorfindet. Du hast auch eine kleine Anekdote, allerdings im Zusammenhang mit dem Stardust-Roman Nummer 4 mit dem Cover, wo diese Echsenartige drauf abgebildet ist. Ja, also das hat eine gewisse Historie. Da sieht man eben so einen, also der Außerirdische, um den es geht, der hat den Kopf eines Triceratops und der befindet sich aber innerhalb eines Raumanzugs. Und im Hintergrund sieht man eben diese Ruinenstadt, um die es dort geht. Und dieses Titelbild hatte halt die Historie, dass sie erst sich überlegt haben, sie wollten Perry Rhodan auf dem Titelbild haben, mit dieser Ruinenstadt im Hintergrund. Und da war diese zeichnerische Umsetzung aber nicht so peppig. Also so einen Menschen im Vordergrund von der Ruinenstadt hat man halt oft gehabt. Und dann haben die dem Zeichner gesagt, jetzt mach mal eine Echse da draus. Und dann hat er auch eine Echse gemacht, aber halt so eine Art Schildkröte. Ja. Also vom Kopf her wie so eine Schildkröte. Und ja, also da habe ich dann geschrieben, Freunde, wir können viel machen, aber ich kann jetzt nicht diesen Triceratops, der die ganze Zeit mit seinen Sternenhörnern da durch die Gegend metzelt, zu einer Schildkröte machen. Das passt nicht. Ne? Und dann sind wir alle traurig und wir werden ausgeschimpft, weil ja die Leute schon hier wegen irgendwelchen abgeschnittenen Kuppeln am Amoklaufen sind. Ja, klar. Ne? Und nachdem ich dieses apokalyptische Szenario ausgemalt hatte, hatte dann auch der Chefredakteur ein Einsehen und hat gesagt, das müssen wir normal machen. Und dann hat der Titelbezeichner tatsächlich mich gefragt, wie sieht denn der Typ jetzt aus, jetzt sag mal. Und dann kam eben das finale Titelbild zustande, wo der dann so aussieht, wie er auch im Roman aussieht. Worauf ich hinaus will, ist eben, hat der Autor an sich in dieser Reihe dann auch eine Einflussnahme in gewisser Weise auf die die dargestellte Szene auf dem Cover oder überhaupt? Ja, das kommt halt auf den Nährfaktor an. Weißt du, wenn das für die Leute so anstrengend ist, meinen Gejammer anzuhören, dass sie es gleich so machen können, wie ich es haben will, dann machen sie es so, wie ich es haben will. Wenn ich zu lieb bin, natürlich nicht. Ne? Das ist klar. Also bei dem hier, da war auch erst was ganz anderes geplant. Von daher trage ich Mitschuld, dass da jetzt diese Dings da drauf ist. Weil erst hieß der Roman auch Raumschlacht im Lichfane-System. Das war der Arbeitstitel. Und es kommt aber nur am Rande, diese ist ja auch egal. Also jedenfalls heißt es jetzt anders. Und sie wollten diese Theophoren-Yacht, die Odysseus, die der Perry Rhodan fliegt, wollten sie aufs Titelbild bringen, in einer Kampfsituation. Was in dem Roman aber nicht vorkommt, auch schon im Exposé nicht vorkommt, also überhaupt nicht vorkommt. Und das fand ich also schade. Und was mich aber noch mehr betrübt hat, ist, sie wollten eben
diese Raumjacht draufbringen und die sieht ja auch fetzig aus, 220 Meter lang, wie so ein Bumerang und dann da noch so eine Stange dran und wie so eine Sichel und da, also ja. Erinnerungen an die rote Fahne und also so, das wollten sie da schön gerne machen. Mit dem Nachteil, dass dieses Raumschiff aber unsichtbar ist. Also, weil es hat eine Raumschiffhülle aus sogenanntem Luzidit, leitet eben das Licht um und man sieht das Ding nicht. Ne? Und das war so ein Einwand, den ich dann vorbrachte. Und da meinen sie, ja, so ein bisschen kann man den auch sehen. Und nein, kann man nicht sehen, kann man nur hier, steht im Exposé, im Datenblatt und überall, dass man das also nur mit hochtechnischem Gerät, die längere Signallaufzeit und so, dann waren sie eingeschnappt, haben gesagt, mach den blöden Roboter da drauf. Und im nächsten Heft, der Leitbringer, es gibt immer so Innenillustrationen. Also hier ist die Innenillustration sehr ähnlich zu dem... Zu dem folgenden Cover. Nee, zu dem... Zu den, das war gerade hatte ich sie. Ich hatte sie gerade. Wir waren erst in der ersten Hälfte. Und kannst du nicht was Witziges erzählen zwischenzeitlich, dass das nicht so auffällt, dass ich das hier nicht. Ja, hatte? Genau, der Hauptfigurenkasten, ne, vorne. Wenn man da die Hauptfiguren drin hat, ist auch so eine ganz nette Sache. Da bin ich ganz unschuldig. Den Hauptfigurenkasten habe ich gar nichts mehr zu tun. Also das wird sich dann immer aus. Also hier ist jetzt, so sehen diese aus, diese Innenillustrationen. Ne? In diesem Fall ist es sehr ähnlich zu der Titelbildillustration. Im nächsten ist das Titelbild hier der Dings. Genau. Und hier ist dann die Odysseus. Prachtvoll zu sehen, mit wunderbarer Raumschiffhülle, die dann da noch vielfarbig gestaltet ist. Und so. Also mit verschiedenen Schattierungen ist ja schwarz-weiß. Ne? Ja, ja dann, das war die Rache des Zeigers. Der gesagt hat, jetzt kommt das Ding da rein. So. Ja. Tja, so ist es. Hat mich auch schwer getroffen. Ich erinnere noch tief gezogen. Ja. Ja, ja. Leider, aber die Sache mit dem Hauptfigurenkasten. Das interessiert auch gar keinen. Ach, das ist alles völlig uninteressant. Hauptkritikpunkt an dem Roman. Schrecklicher Figurenkasten. Ja, genau. Nee, aber das ist, also es gibt hier so einen kleinen, bei jedem Periode dann vorne dran so einen kleinen Kasten, dass man so einen Überblick hat, wer sind denn die Hauptfiguren jetzt hier in diesem Roman. Und der wird nicht von mir getextet. Also der wird tatsächlich, sehe ich den überhaupt nicht, bevor der Roman fertig ist. Ja. Also, nach dem Lektorat noch oder während des Lektorats. Ja, gibt es noch eine Anmerkung von Ihnen? Da sind zwei Striche auf beiden, damit das aussieht, damit man direkt erkennt, dass das beides deine Romane sind. Teil 1 hat zwei Striche. Ja, so. dieser Strahl. Ja. Ne? Ja, genau, der geht da so rein. Das ist auch der gleiche wie der. Genau. So ist es. Vielleicht noch eine Frage. Attila Mekkure. Seit einigen Romanen wird immer so klammheimlich darauf hingewiesen, dass er sich sehr gut als Theophore fühlt. Da ist doch irgendwas im Busch. Das ist beabsichtigt. Also das ist beabsichtigt, dass man da auch... Der ist ja während dieser Reise aus der Milchstraße, während die verschleppt wurde, die lange gedauert hat, ist er ja in Gestalt eines Theophoren mitgekommen. Und man möchte so ein bisschen der ganzen Sache auch ein Preisschild anhängen, dass man eben sagt, er kann nicht einfach beliebig da in Gestalten rumrennen und so, sondern wenn er das sehr lange macht, dann agiert er ja auch in den Gewohnheiten dieser Person und identifiziert sich dann mit dieser Person auch. Und das ist auch etwas, was gewollt ist. Also wo man sagt, das ist ein Preis, den er dafür zahlt, dass er ein Teil seiner... Also dass er nicht nur rumlaufen kann in einer Maske, sondern er lebt in dieser Maske und diese Maske tritt in Wechselwirkung mit ihm dann auch. Und was daraus jetzt wird, dürfen wir gar nicht wissen wollen. Also ich weiß es, aber es würde so ein bisschen die Spannung verderben, glaube ich. Also es wird gerade zu dieser Thematik mit Lekkure und seinen Wandlungen und sowas alles in dem nächsten Roman auch noch deutlich was geben. Ja. Ja, aber wird nicht zu Ende geführt. Also es wird da weiterentwickelt. Das Thema, aber übergebe ich dann halt an die nächste Autorin. Ja, ich mache mal einen Vorschlag oder eine Frage in die Runde. Möchten Sie denn vielleicht mal etwas nicht Rodanisches in Kurzform aus der Feder von Robert Korpus hören? Niemals. Niemals. Tja, also war ja reden. Ja,
Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Ich habe was dabei, ja. Also wenn das Interesse, aber wir können auch gerne uns so weit unterhalten, wenn Sie über was hören wollen. Über meinen Top-Science-Fiction-Roman, den ich hier ja auch noch positionieren möchte, der nächsten März erscheint, vorher der Lego bei Deeper. Mein ganzer Stolz. Was hat mich der an grauen Haaren gekostet? Also das, ja, aber der kommt nächsten März. Also ich kann gerne was vorlesen, das wäre eine abgeschlossene Kurzgeschichte, die hat also nichts mit Penny Rudern zu tun, ist mehr so Near-Future-mäßig. Oder wir können uns unterhalten, also wie Sie das wollen. Der Wunsch ist uns Befehl. So einfach sehen wir das hier. Wir bitten um Äußerungen. Das sind Zuhörer. Ja, ja. Okay. Also diese Geschichte habe ich geschrieben für den ElsterCon. Con ist eine Kurzform für Convention. Treffen von Science-Fiction-Fans oder überhaupt von Leuten aus dem englischen Fanbereich übernommen, dass man das eben Convention oder Con nennt. Und ElsterCon nach dem Fluss, der durch Leipzig fließt, die Elster, findet dort alle zwei Jahre der ElsterCon statt. Und die haben ein Begleitbüchlein und dafür habe ich die Kurzgeschichte Unterlassungsdelikt geschrieben. Es ist legal, ein großes Haus zu bewohnen. Ruben hätte die Bemerkung wohl besser unterdrückt, aber er empfand den Rundumblick des noch immer in der Tür stehenden Vollzugsbeamten als Vorwurf. Sie verfügen über Wohlstand. Der Mantel des Beamten tropfte. Den Schirm stellte er in die bronzebeschlagene Halterung, bevor er die Knöpfe öffnete. Auch dabei wanderte der Blick aus seinen grauen Augen über die Marmortreppe, die Gemälde, die Teppiche, die Türen aus duftendem Holzimitat. Den Kameras schenkte er keine Beachtung. Sie begleichen alle Rechnungen sofort, stellte er fest. Die letzte Unregelmäßigkeit gab es vor 3,5 Jahren. Das war der Handwerker, der die Lampe vor der Tür ausgetauscht hat, sagte Ruben. Er hat die Fassung beschädigt, deswegen musste ich das ganze Ding auswechseln. Die zweite auch, damit sie gleich aussehen. Das war unnötig. Wäre er vorsichtiger gewesen, hätte eine simple Reparatur gereicht. Obwohl der Vollzugsbeamte das erste Mal bei Ruben war, wusste er, dass die zweite Tür auf der linken Seite nicht in einen Raum führte. Er öffnete sie, entnahm einen Bügel und hängte den Mantel auf. Ich darf doch? Bitte, sagte Ruben. Der Beamte schloss den Schrank, trocknete die Hände an einem bestickten Tuch, das er sorgsam faltete und in eine Innentasche seines dunkelblauen mit silbernen Nadelstreifen verzierten Jacketts zurücksteckte, und reichte Ruben die Hand. Lorden. Ruben verschränkte die Arme. Ich weiß, man hat sie angekündigt. Sie wollen mir nicht die Hand schütteln? Ruben widerstand dem Drang, zu einer der Kameras hinaufzuschauen. Er überwand sich und griff die Hand. Sie war kalt. Das lag vielleicht am Regen. Wieso haben Sie trotzdem bezahlt? Fragte Lorden. Was? Den Handwerker, der Ihnen mit der Lampe geholfen hat. Ich wollte keinen Ärger. Eine konstruktive Einstellung. Ich wünschte, Sie würden sie in dieser Sache ebenfalls zeigen. Ich habe nichts verbrochen. Und das soll auch so bleiben. Lorden zog die Mundwinkel nach oben. Es hätte ein Lächeln sein können, wenn sich auch in den Augen etwas getan hätte. Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet, presste Ruben hervor, obwohl er keine Lust verspürte, dass der Kerl sich an den Käsespießchen, den Crackern mit Sauercreme und dem knusprigen Brot mit der Auswahl spanischer Schinken vollfraß. Sophia und Tobas hatten ihm geraten, Snacks zu reichen. Gemeinsames Essen dämpfte die Aggression, meinten sie. Ruben führte den Beamten in den kleinen Raum im Südflügel. An einem sonnigen Tag hätten sie durch die Transplastfront das Grün des Gartens betrachten können, aber der Regen wusch alles grau. Ob es gut war, dass Ruben dieses Zimmer so sorgfältig auf den Besuch vorbereitet hatte? Normalerweise standen hier 4 Sessel, jetzt waren es nur noch 2. Der Butlerbot hatte sie schräg an den runden Tisch mit den Knabbereien gestellt und beide einigermaßen auf das Transplast ausgerichtet. Auf den Armlehnen-Tabletts warteten Gläser mit Wasser und Fruchtsaft. Eine Rembrandt-Kopie hatte Ruben aufgehängt. Sie zeigte eine unbekleidete Frau, wenn auch nicht als zentrales Motiv. Zuerst hatte er sie ins Schlafzimmer hinaufgetragen,
Jetzt stand sie in der Küche, damit niemand auf den Gedanken kam, er wolle im Bett eine Nackte anglotzen. Die Hauskameras hatten natürlich alle Vorbereitungen übertragen, also wusste Lorden davon. Machten sie Huben verdächtig, so als versuche er, einen falschen Eindruck von sich zu erzeugen? Sie leisten sich viele schöne Dinge, bemerkte der Beamte, als er sich in dem Sessel niederließ, der näher an der Tür stand. Wie Sie schon sagten, ich zahle alle Rechnungen pünktlich, auch die für das Haus. Lorden nickte, wobei er wieder dieses Pseudo-Lächeln zur Schau stellte. Sie haben sich Ihren Wohlstand verdient, Herr Parlock. Ihre Arbeitsakte zeugt von außergewöhnlichem Fleiß und Sie stehen immer für Sonderprojekte zur Verfügung. Dienstreisen, Wochenendschichten, kurzfristiges Einspringen, wenn es bei einem Kollegen brennt. Das zahlt sich auf Dauer aus. Glücklicherweise, Ruben setzte sich. Ich bin ein zufriedener Mann. Sie sind fleißig. Man muss sich wundern, wie viel Energie Sie haben. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt. Borden zuckte die Achseln. Die Mundwinkel glitten zurück in eine neutrale Position. Ruben dachte an einen Fluss, der austrocknete. Können wir beginnen? Je schneller ich weiß, woran ich bin, desto besser, meinte Ruben. Dann sehen wir uns jetzt ein paar Aufzeichnungen an. Ich weiß nicht, wieso ich mir das antun muss. Anordnung des Vorsorgegerichts, versetzte Lorden kalt. Soll ich Ihnen den Beschluss zeigen? Das ist unnötig, er wurde mir zugestellt. Lorden wedelte mit der Hand über dem Kopf. Die Kameras übertrugen die Bewegung in irgendein Regierungsgebäude, vermutlich eine Polizeistation, und eine Vorrangschaltung übernahm die Steuerung des Hauses. Die Beleuchtung dimmte herunter, die Schallisolation schloss das Knistern des Regens auf dem Transplast aus. Die Tropfen malten ihre schmelzenden Kreise jetzt stumm ins Grau. Man vermutet, ihre irrationale Weigerung fuße darauf, dass sie sich der Schrecklichkeit der Verbrechen nicht bewusst seien, sagte Lorden. Ruben überlegte, ob das als Entschuldigung, als Frage oder als simple Feststellung gemeint war. Der Holokubus zwischen dem runden Tisch und der Transplastwand zeigte ein Mädchen von der Taille aufwärts. Der rote Pullover wölbte sich kaum über der Brust. Es war vielleicht 12 oder 13 Jahre alt und hieß bestimmt nicht Nathalie, wie die Einblendung behauptete. Opfer genossen Persönlichkeitsschutz. Das brünette Haar war steif nach hinten gebunden, die Nase ein bisschen platt. Nathalie erzählte davon, wie sie vergewaltigt worden war. Es war auf einer Feier ihres Vaters passiert. Der Täter hatte sie damit gelockt, dass er ein Ringer war und ihr hinter dem Haus ein paar Griffe hätte zeigen wollen. Er hatte sie gewürgt, um sie am Schreien zu hindern. Lorden hielt die Wiedergabe an. Was empfinden Sie dabei? Es war eine Frage, bei der Ruben nur verlieren konnte. Schrecklich, sagte er. Tobias hatte ihn beschworen, immer zu antworten, damit Ruben keinen Grund lieferte, ihm mangelnde Kooperation vorzuwerfen. Lorden fuchtelte wieder in der Luft über seinem Kopf. Er ähnelte einem Zauberkünstler, den Ruben als Kind gesehen hatte. Bei ihm erschien aber kein Kaninchen, sondern die nächste Aufzeichnung. Es war ein Gemetzel. Ein 42-Jähriger war mit einer Heckenschere über seine Nachbarschaft hergefallen. Die eigentliche Tat zeigte man nicht, wohl aber die Überreste, abgetrennte Gliedmaßen und Leichen. Das ist widerlich, sagte Ruben. Bitte, diese Bilder sind mir unangenehm. Das ist ein gutes Zeichen. Dennoch ließ Lorden den Bericht bis zum Ende laufen. Aber diese Empfindsamkeit ist nicht genug, sagte der Beamte dann seufzend. Das müssen Sie auch einsehen. Ruben tat, als wollte er vom Saft trinken, nippte jedoch nur. Der Nachklang der Bilder schmerzte in seinem Magen. Wo genau liegen eigentlich Ihre Bedenken, Herr Parlock? Fragte Lorden. Ihre Eingaben erscheinen etwas wirr. Ruben presste die Fäuste zusammen. Auch dies würden die Kameras einfangen, aber das war ihm lieber, als wenn er zitterte. Die Vorstellung, mit einer fremden Frau Sex zu haben, ist mir unangenehm. So unangenehm wie die Verbrechen, die wir uns angesehen haben? Natürlich nicht. Die Brotrinde krachte wie brechendes Glas, als Lorden einen Bissen nahm.
Er betrachtete Ruben stumm. Schließlich tupfte er seine Lippen ab. Wenn die Fremdheit das Problem ist, sagte er dann, können wir eine Kennenlernphase erwirken. Zu solchen Zugeständnissen ist das Vorsorgegericht meist bereit. Und was, wenn wir nach diesem Kennenlernen... Ruben suchte eine Formulierung, die nicht kitschig klang und dennoch ausdrückte, was er empfand. Es fiel ihm schwer. Er sprach ungern mit Fremden über Gefühle und die Kameras verschlimmerten die Sache. Er schwitzte. Auch das konnte man gegen ihn verwenden. Was ist, wenn wir nichts füreinander empfinden? Wir sind keine Unmenschen, stellte Lorden klar. Im Gegenteil, ich bin sicher, auch ein zweiter Versuch mit einer anderen Dame wäre möglich. Ruben wollte schlucken, aber sein Hals war trocken. Wie gefällt Ihnen diese? Lorden winkte. Das Bild im Kubus wechselte. Es zeigte jetzt eine junge Frau mit offenem Lächeln und einem goldglänzenden Kleid, das ihre Figur betonte. Ich mag keine Blondinen. Zum ersten Mal transportierte Lordens Lächeln eine Emotion. Mitleid. Letzte Woche haben Sie das Bild einer Blondine als Masturbationsvorlage benutzt. Denn die war anders. Sie sind alle verschieden. Wir bieten eine große Auswahl. Die Bilder wechselten im 5-Sekunden-Takt. Jede der Damen ist selbstverständlich zertifiziert. Viele haben bereits mit potenziellen Verbrechern gearbeitet. Ich bin kein Verbrecher. Und wir wollen auch, dass das so bleibt, nicht wahr, Herr Parlock? Ihre genetische Disposition ist ungünstig, das wissen Sie. Aber wir können Risikofaktoren minimieren. Wie sexuelle Unausgeglichenheit. So ist es. Gerade bei Männern ist hormoneller Druck oft Ursache für Gewaltverbrechen. Ich masturbiere häufig. Ruben zitterte nun doch, aber wenn er den Kerl hinausgeworfen hätte, wäre das überhaupt legal, dann hätte man das als Bestätigung für seine nur mühsam kontrollierte Grundaggressivität interpretiert. Masturbieren senkt das Risiko in zu geringem Maße. Sie brauchen soziale Kontakte. Ich habe Freunde. Und Ihr Freund... Lorden holte ein Pad aus der Brusttasche und tippte darauf herum. Ihr Freund Mark ist kürzlich straffällig geworden. Sein Einfluss muss nun als negativ bewertet werden. Ich habe keine Verbindung mehr zu Mark. Ruben hätte ihn gern besucht, aber er wusste nicht, wo er seine Strafe absaß und fürchtete, man hätte eine Erkundigung zu ihrer beider Nachteil ausgelegt. Relevant ist, dass er seine Gedanken mit ihm geteilt hat. In seinem Weltbild gibt es offensichtlich einen Defekt, der zu seinem Verbrechen geführt hat. Möglicherweise arbeiten auch in ihnen Meme, die zu einem Gewaltausbruch führen könnten. Gewaltausbruch? Wofür hat man Mark denn verurteilt? Das brauchen Sie nicht zu wissen. Lorden hielt die Parade im Holokubus bei einer Frau mit langer, gerader Nase und großen Augen an. Wie wäre es mit der hier? Nein, die nicht. Wieso? Ruben seufzte leise. Lorden wusste es sowieso. Sie ähnelt Niki. Aber Niki hat ihnen doch gefallen. Es wäre schön gewesen, wenn Lorden wenigstens das Lächeln gelassen hätte. Sonst hätten sie nicht geheiratet. Ruben presste die Lippen zusammen, um nichts Unbedachtes zu sagen. Wieso brachten sie Niki ins Spiel? Wir waren sehr glücklich. Seine Stimme versagte. War das eine Lüge? Er wollte nicht lügen, nicht in dieser Sache. Wenn ich die Angelegenheit richtig verstehe, meinte Lorden, waren sie so lange ein glückliches Paar, bis Niki geschlagen wurde. Ich sage nicht, dass sie ihre Frau geschlagen haben. Leider kann ich auch das Gegenteil nicht sagen. Sie hatten damals ja Probleme mit den Kameras im Haus. Ruben schwieg. Der Vorfall liegt zwar 4 Jahre zurück, aber auch hierbei würde ein Geständnis zu ihrem Vorteil berücksichtigt, fuhr Lorden fort. Natürlich nur, wenn es der Wahrheit entspricht. Sie müssen verstehen, dass es für einen Unbeteiligten seltsam anmutet, dass ihre Frau sie verlassen hat. Inzwischen fragte sich Ruben, ob Niki ihn wirklich verlassen hatte oder ob sie verhaftet worden war wie Mark. Ihr Engagement gegen die Bespitzelung war Ruben unangenehm gewesen. War sie noch weiter gegangen, als er mitbekommen hatte? Lorden zeigte auf das Holo der Frau, die Niki ähnelte. Sie heißt übrigens Gloria. Ich mag sie. Sie kennen sich?
von früher, aber ziehen Sie keine zu weitgehenden Schlüsse daraus. Auch Prostituierte mit einem Zertifikat arbeiten selten ausschließlich mit potenziellen Verbrechern. Ruben schüttelte den Kopf. Nicht Gloria. Also eine andere? Wie wäre es mit schwarzem Haar? Vielleicht lerne ich selbst eine Frau kennen. Das Gericht hat Ihnen ein halbes Jahr dafür eingeräumt, Herr Parlock. Das hat zu keinem Erfolg geführt, wenn man davon absieht, dass Sie angeben, in einem nicht überwachten Wald Verkehr gehabt zu haben, aber diese, er tippte auf den Pad, Lissa bestreitet das. Sie will die Steuer auf ihre Bezahlung sparen, schätze ich. Sie haben bezahlt? Ich hatte Sie so verstanden, dass Sie eine Beziehung wollen, bei der Emotionen eine größere Rolle spielen. Ruben dachte an Tobias Rat, aber ihm fiel keine kluge Erwiderung ein. Eigentlich fiel ihm überhaupt nichts Sinnvolles ein. Er erinnerte sich an Niki, ihr Lachen, ihren Duft, ihr Haar im Wind. Gordon stand auf. Ich überspiele den Katalog in Ihren Hausrechner. Entscheiden Sie sich bitte bis morgen Abend, welche Dame wir für Sie buchen sollen. Sie können sich auch selbst eine suchen, dann übernehmen wir die Kosten bis zur angegebenen Pauschale. Der Vollzug muss natürlich nachvollziehbar stattfinden. Er verstaute das Pad und zog das Jackett glatt. Das Gericht würde nur ungern engere Auflagen verhängen. Der Vollzugsbeamte bewegte sich so sicher durch das Haus, als gehörte es ihm. Er nahm den Mantel aus dem Schrank, zog ihn über und hängte den Bügel zurück. Ruben sah zur Kamera hinauf, die in einem Winkel an der Decke angebracht war. Weitere Auflagen würden doch ohnehin kaum einen Unterschied machen. Gut, dass Sie das ansprechen. Beinahe hätte ich es vergessen. Gordon nahm seinen Schirm und schüttelte ihn, obwohl der imprägnierte Stoff bereits abgetropft war. Es gibt natürlich eine weitere Möglichkeit, Ihr Risikoprofil zu senken. Bestimmt haben Sie davon gehört, aber die Prozedur und ihre Auswirkungen werden oft übertrieben dargestellt. Ich lasse Ihnen eine Datei mit den Fakten schicken. Ruben öffnete die Tür. Gordon trat hinaus und spannte den Schirm auf. Tun Sie mir den Gefallen und denken Sie in Ruhe darüber nach. Wieder dieses freudlose Lächeln. Ich weiß, wovon ich rede. Die Kastration befreit vom Druck und hinterher sind Sie vielleicht ein bisschen weniger Mann, aber noch genauso viel Mensch, wenn nicht noch mehr. Ja, herzlichen Dank für die tiefen Einblicke in die Welt von Terry Rodan, als auch in das schriftstellerische Arbeiten unter unterschiedlichen Voraussetzungen, mit und ohne Exposés und dergleichen mehr. Wir bedanken uns sehr herzlich hier bei Ihnen als Zuhörer und beim Gastgeber HiveWord hier in Köln am Mauritius Steinweg 96. Herzlichen Dank nochmal an dich, Robert, für diese interessanten Lesungen. Vielen Dank. Christopher hat noch seinen Tischspur was verkauft. Ich habe übrigens noch Autogrammkarten, habe ich gerade noch gefunden. Also wer noch jemand eine braucht, kann ich auch noch gerne geben. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und wenn Sie alles haben, was Sie haben wollen, kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.